29 im Weltcup, da kannst du gleich einen Spurbob mitnehmen, oder? Ja, genau. Also die Piste ist in sensationellem Zustand. Aber der Lauf hat es in sich. Und das werden wir jetzt sehen bei der Nummer 1. Schauen wir mal, wie es die Nummer 1 anlegt. Die Schneeverhältnisse wechseln ein bisschen am Anfang. Also oben sehr aggressiv, dann wird es wieder rutschig, dann wieder aggressiv. Aber der Kurssetzer hat sich da einiges einfallen lassen. Man sieht jetzt gleich oben weg, gleich mit einer Haarnadel beginnt er beim dritten Tor, bricht den Rhythmus. Und dann extreme Abstände, unterschiedliche Abstände. Und dann auch wirklich eine Falle mit einem langen Zug, wo man richtig die Köpfe hat. Die Denksportaufgabe hier mit dabei für Startnummer 1. Alban Elesi Cannaferina, der Riesentorlauf Junioren-Weltmeister von vorgestern. Ja, der legt es super an da oben. Hat sich super drauf eingestellt. Und jetzt kommt er in den Bereich, da wechselt jetzt extrem der Kurs. Die Abstände, und da wird es jetzt sehr eng. Da sehen wir, jetzt muss er die Vorweise ein bisschen umstellen. Und jetzt kommt er in den Steilhang. Macht es sehr gut. Und jetzt kommt der angesagte lange Zug. Ah, kein Problem. Also die Jungs haben sich super drauf eingestellt, aber da sieht man, der bricht den Rhythmus und dann muss er schauen, dass er wieder schön rüberkommt. Da dreht es nochmal sehr stark. Und jetzt kommen wir in das Flachstück in eine Vierervertikale. Und dann sofort wieder in eine Zack. Ja, und dann wieder in eine Hornart. Das hat er super gemacht. Da muss man noch frisch sein in den Beinen, oder? Da muss man noch richtig beschleunigen können beim sozusagen Marco Schwarz Schussstück hier rein. Das wäre seine Geschichte. Ja, genau. Eigentlich lange Zeit eine gute Fahrt nach dem langen Schwung, wo du gesagt hast, so ein bisschen als Knackpunkt, hat er dann auch noch zwei kleine Fehler gemacht, hier einer. Ja, da wechselt nachher wieder der Abstand und es dreht sehr stark und da hat er sich schwer getan, hat ein bisschen zu gerade gefahren und dann hat er eben müssen mit Druck nachgeben und nachdrücken nach dem Tor. Und ja, da ist ein kleiner Fehler passiert, aber müssen wir schauen, wie sich die anderen auf das einstellen. Corrado Barbera hat mit Marco Abruzzese schon dieses Kombinationsteam-Gold gewonnen. Er war eben der Slalomläufer dabei. Ja, und wir sehen da die Jungs von einer richtig guten Technik. Also, die sind schon sehr ausgereifte Läufer und haben sich den Kurs sehr gut eingeprägt, weil es ist wirklich sehr schwer. Schaut eigentlich leicht aus, wie es jetzt beim Besichtigen, wenn wir es da vorgefunden haben. Aber da sieht man jetzt, das Umstellen zwischen dem engen Torabstand auf den weiten Torabstand ist sehr schwer für einen Läufer. So, und dann wird es wieder etwas flottiger. Ja, er hat es besser gemeistert wie die Nummer 1. Und jetzt kommt man an die Stelle, wo der Fehler passiert ist bei der Nummer 1. Und er hat es sehr gut gemacht. Also sensationeller Lauf. Und jetzt aber ganz flink rein da. Und das wird eine doch deutliche Bestzeit mit 38 Hundertstel Vorsprung. Ich denke, die Österreicher haben gute Nummern, oder? Kilian Alba, Kindjan Brandstaller mit der 5, Jakob Gräber 9, Ralf Seidler 10. Da hat man auch Zeit genug, um sich oben ein bisschen was noch anschauen. Ja, genau. Und jetzt geht es genau um das. Die Trainer werden jetzt natürlich funken und werden Informationen weitergeben. Und jetzt gilt es für den Läufer, diese Informationen umzusetzen. Und das ist gar nicht so leicht, weil man darf, wie man sieht, die Jungs fahren richtig auf Druck. Also die schenken sich da nichts. Und jetzt muss man auch, hat das nötige Risiko nehmen und man darf nicht zu viel rausnehmen, aber ja, die sind super ausgebildet, die Jungs, und man sieht an den Nummern, dass unsere Jungs heuer schon gute Ergebnisse gefahren haben. Ramstaller drinnen in der Topgruppe, jetzt Theodor Brecken, der vierte im Riesentorlauf, Halbzeit zweiter war er und dann die Medaille noch knapp verspielt. Oh. Ja, und das ist jetzt genau das, er hat da oben nachher den eigentlich zu viel attackiert, hat sich. Ja, da sieht man, jetzt ist der Rhythmus gebrochen, jetzt tut er sich schwer. Das hat aber schon beim fünften Tor angefangen. Nur attackieren gibt es auf diesem Lauf nicht. Also man muss das schon mit Köpfchen fahren. Und ja, jetzt ist dann fertig und vorbei. Ja, damit Ärger groß und er nimmt hier als Bestes einen vierten Platz vom Riesentorlauf mit. Keine Medaille für Theodor Brecken, den 18-jährigen Norweger. Die Norweger übrigens mit eigentlich in allen Bewerben gut dabei, aber unter Anführungszeichen nur dreimal Bronze. Also. Ja, wir kennen das jetzt vom Weltcup, weil sie da natürlich sehr stark aufzeigen. Aber man hat gestern gesehen wieder beim Juniorenweltmeister, wie der jetzt schon wieder, wie der schnell im Weltcup Fuß fasst. Also da sieht man, der Schritt ist nicht so groß zu machen. Geht ruckzuck. Sten Olsen, der war wirklich wieder top unterwegs. Letztes Jahr der Norweger bei den Junioren im Riesentorlauf und im Slalom Gold geholt.
Adam Hofstedt ist der Nächste. Die Schweden haben sogar noch die Chance, heute die Schweizer abzufangen vom Sieg in der Nationenwertung. Beide bei dreimal Gold, die Schweizer aber deutlich mehr Medaillen. Ja, er hat es jetzt besser angelegt. Er hat geschaut, dass er ein bisschen früher den Druck aufbaut. Das ist auf diesen Verhältnissen oben ganz wichtig, weil wir haben beim Läufer davor gesehen, wenn man das zu gut anlegt, dann fängst du an Specken. Man kann den Druck nicht nehmen und er hat das sehr gut gemacht. Ja, das sind schon lässige Skifahrer, die Jungs. Ja, also, das sieht wirklich großartig aus. Also diesen langen Zug haben sie wirklich sehr gut besichtigt, weil der ist richtig schwer. Und genau nach diesem Schwung, wo auch Elesi Kanafarina, die Startnummer 1, seine Schwierigkeiten hatte, aber die Probleme dann eben besser ausgebügelt hat. Ja, das Schwere nach dem langen Zug ist, dass der Lauf extrem drehen anfängt und weit ist. Also der Druckpunkt wäre ganz anders wie oben. Und da muss sich der Läufer auch fahrerisch umstellen und das macht es natürlich für die Jungs schwer. So, Kilian Brandstaller ist der Nächste. Wir haben schon, ich sag's mal, so 1,5 Ausfälle. Hofstedt zwar durchgekommen, aber mit großen Schwierigkeiten und 1,74 Rückstand. Das Gute bei den Österreichern muss man sagen, alle drei haben heuer schon Rennen gewonnen im FIS-Bereich. Slaloms gewonnen. Die sind gut drauf, auch im Europacup. Die starten natürlich noch weiter hinten, aber du musst im Europacup erst einmal 30 Läufer einholen auf diesem Niveau. Und das haben sie teilweise geschafft. Sie waren immer knapp am Cut und deswegen, die sind gut drauf und sind gut vorbereitet. So, jetzt geht's. Und der Kili hat natürlich eine Verletzung gehabt heuer am Anfang von der Saison und hat erst vier Slalomrennen in den Beinen. Also haut sich da schon sehr gut rein. Sehr gut, gut dabei. Das hat er super gelöst. Jetzt muss er umstellen auf schnelle Bewegungen, enger Torabstand und jetzt in den Steilhang rein wieder umstellen. Ja, macht er sehr gut. Und aktiv auch. Es ist beeindruckende Fahrt hier. Jawohl. 200stel Vorsprung für Brandstaller. Und jetzt diesen Bereich nochmal umstellen auf den weiten Torabstand, auf das Drehende. Super gemacht. Jawohl. Au, Achtung. Ja, er kann es rein. Dann geht es sich nicht mehr aus beim blauen Tor. Das ist wirklich schade. Beste Fahrt bis hierhin, die wir gesehen haben. Ja, das haben wir angesprochen. Der Bereich wird nochmal sehr interessant. Nach der Hornadel muss ich nochmal Höhe machen, muss nochmal schauen, dass ich da wirklich eine Richtung habe zum Tor. Er kommt da zu gerade hin, kriegt davor natürlich mit Rückenlage leicht Luft, kann den Schwung nicht einleiten und verliert dann dadurch natürlich die Linie. Und ja, leider, es war eine super Fahrt bis dahin. Ja, da muss man wirklich sagen, solche Fahrten hätten wir uns öfters gewünscht. Das kann eben passieren, wenn du einen Topmann mit dabei hast, dass der dann einen Fehler macht oder ausscheidet. Aber wir haben auch schon ein bisschen gehabt, dass wir einfach hinterherfahren und keine Chance hatten. Das war jetzt... Aber der Kili, da machen wir keine Sorgen, der ist ein cooler Typ, der wird das wegstecken und er hat heute gesehen, dass er richtig schnell Skifahren kann und das ist auch wichtig. Gell? Und abhacken, weiterkämpfen und er hat es richtig gemacht, er hat attackiert, das ist auch wichtig. Antoine Azolin. Ja, der wird beflügelt fahren, weil Franzosen haben gestern einen Nachtslalom gewonnen. Also, und man sieht schon, ein bisschen kopiert er den Großmeister von gestern. Le Mans Noël, aber da ist er oben ungefähr zu der Zwischenzeit 2 Zehntel zurück. Ja, und der Bereich ist wirklich schwer zu fahren und da muss man jetzt nochmal, hat er sich was einfallen lassen. Ein bisschen anders gefahren wie die anderen Jungs und jetzt da brauche ich nochmal die Richtung. Ja, das hat er sehr gut gemacht. Ja, die hat er. Hat es ein bisschen wirklich richtig wie Köpfchen gefahren. Und da sieht man, trotzdem fängt sie im Druck an, ins Flache. Das heißt, er muss ein bisschen nachdrücken, aber das passt. 18. Rückstand, Rang 3. Und natürlich kriegen die Läufer jetzt oben die Ausfälle mit, die Schwierigkeiten. Und er hat jetzt eine Spur sicherer angelegt. Ist aber auch eine Möglichkeit, weil er hat im zweiten Lauf nochmal die Möglichkeit, da richtig zu attackieren. Der lange Schwung geht gut, aber danach wird es schwierig. Ganz genau. Wird es richtig happig, also das ist schon von der Kurssetzung her weltklapptauglich, oder? Also so, was man hier hinaufgeschnitzt hat. Also wir haben schon geschaut davor, ob sie in Ante Kostelic eingeflogen haben über Nacht. Sowas haben wir früher einmal erlebt, ein paar Mal. Da rauchen die Köpfe beim Besichtigen, aber die Jungs stellen sich wirklich super ein. Und Valentin Cretas, also der Cretas aus der Schweiz, war der Kurssetzer. Und wir sind bei Fabian Ackschwarz, 18-jähriger Schwede. Ja, und er wäre eigentlich einer, der hat schon richtig gutes Niveau. Ich kenne ihn ein bisschen.
haben wir schon verfolgt, weil er sehr gute Fisspunkte hat, aber oben hat er es zu ungestüm angelegt. Man sieht, dass er, ja, er wollte attackieren, aber eben über die Linie attackieren spielt es auf diesen Verhältnissen heute nicht und bei diesem Lauf. War schon letztes Jahr mit 17 quasi Junioren-Vize-Weltmeister hier im Slalom. Ja, ist ein super Mann und da sieht man jetzt schon wieder seine Klasse, wenn er ins Fahren kommt, wie er die Schwünge eng halten kann, was er für eine coole Bewegung hat, das ist jetzt richtig gut gefahren da. Und auch, spricht auch für seine Klasse, dass er nach diesen Schwierigkeiten oben wieder umgestellt hat und wieder einen Lauf gefunden hat. Aber auch hier 1,87 zurück, damit haben wir die Top 7 unten und eigentlich sehr, sehr große Streuung. 4 Zehntel Rückstand für Elesi Cannafarina, dann sind es 8 Zehntel für Azolin und schon 1,7 bzw. 1,8 Sekunden für den vierten und fünften Platzierten. 2 Ausfälle, nämlich Brecken und leider auch Kilian Bramstaller. Ja, da geht es wirklich eng her, also Wahnsinn, wie sie die enge Linie suchen. Ja, die sind technisch schon sehr gut ausgereift, die Jungs. Der nächste ist Stefano Pizzato aus Italien und dann kommen wieder 2 Österreicher nacheinander. Oh, jagt jetzt die Bestzeit seines Landsmannes Barbera. Ja, und oben sehen wir jetzt die Sonne reinkommen und dann fahren sie in Schatten. Das ist die ersten 2 Tore auch gar nicht so leicht. Das Auge muss sich umstellen. Aber er hat das jetzt sehr gut gemeistert worden. Da ist er voll dabei. Oh. Ja, und gleich wie gestern, jetzt wird die Piste natürlich ein bisschen rippiger, das hat man da jetzt gesehen. Da gilt es einfach jetzt wirklich mit den Spuren mitzufahren und da brauchen wir jetzt wieder die Höhe. Aber da sieht man, das sind richtige Bewegungstalente, wie sie den Schwung auflösen, wie sie sich wieder über die Knie einleiten. Also das macht richtig Spaß zuzuschauen. Ja, die weltbesten Junioren hier, aber unten verliert er viel Zeit, Stefano Pizzato. Und je mehr die verlieren, desto mehr trauen wir eigentlich dem Ausfall von Bramstaller hinterher, der auf dem Weg Richtung Bestzeit war oder so in dem Bereich, der sich da ganz vorne klassieren hätte können. Ja, es tut immer weh, so ein Ausfall und vor allem jetzt in seiner Situation, er war wirklich gut unterwegs, er hat das wirklich super gemacht. Ja, jetzt schauen wir, vielleicht die anderen 2 Österreicher profitieren davon und setzen das besser um, weil schnell sind sie. Die trainieren zusammen, die wissen, wo liege gegenüber Kille und vielleicht können sie das jetzt nutzen. Der nächste, Jakob Gräber, der hat eben schon seine Medaille, war dabei bei einer der beiden Bronzemedaillen, die die ÖSV-Junioren hier eingefahren haben. Ist natürlich ein bisschen unter den Erwartungen, wenn man die letzten 3 Jahre sieht, da waren wir bei diesem Titelkämpfen immer die Nummer 1-Nation. Jetzt Daumen drücken für Jakob Gräber aus Mellau. Ja, der Jakob ist ein richtiger Bulle, also ein ganz ehrgeiziger Sportler. Und ja, er legt es da oben schon einmal ganz gut an. Er muss nur aufpassen, dass er nicht zu tief mit dem Gesäß absitzt. Und ist super dabei. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das hat er super gefahren. Ja, wenn man auf seine Knie schaut, er versucht immer mit den Knie zu fahren. Bleibt sehr stabil oben. Ja, das geht immer noch super also 27 dabei. Hundertstel bei schon etwas. Ja, und den Bereich ist jetzt sehr gut gefahren. Jetzt muss er nur die Höhe holen. Oh, ja. Gut hier. Und auch diese Schwierigkeit gemeistert. Das ist ja super gefahren. Jetzt hat er es gleich geschafft. Jawohl. Und jetzt muss er noch Gas geben. Jetzt muss er nur noch vorarbeiten, alles rausholen bis ins Ziel. Und das ist Platz 3 für Jakob Gräber. 3/4 Sekunde zurück, aber das war wirklich eine starke Fahrt. Das war eine super Fahrt und es ist oben nicht leicht für sie, weil sie hören die Probleme und er hat das super umgelegt und hat das echt wirklich big fein runtergefahren. Also, und man sieht, wie schnell er mit den Beinen arbeitet, das gefällt mir schon sehr gut. Große Freude auch und Erleichterung bei Christian Gräber, der hier beim ÖSV für die Betreuung der auf dem Materialsektor bei dieser Garnitur da auch zuständig ist. Ja, aber Thomas, du weißt, der Kitty war ein super Abfahrer und sein Sohn geht nur aufs Slalom. Das ist ja völlig erschreckend. Das tut er sicher am Vaterfleiß. Genau. Die Mama war ja auch, glaube ich, eher schnelle, oder? Von ja, den, genau. Die, also alle beide schnelle und der Jakob hat gesagt, das interessiert mich, ich gehe aufs Slalom. Ich rufe mal beim Prang an, wie der das macht. So, und jetzt kommt der Seidler Ralf, großgewachsener Läufer. Und jetzt wünscht man alles Gute. Aus Graz fährt für den WSV Schladming.
Ja, legt es oben. Ja, nur nicht rund anlegen. Ist dabei, 1600stel voll dabei. Achtung! Ja, da ist jetzt ein bisschen zu langsam über die Füße gekommen. Muss man natürlich mit seiner Größe ist das natürlich schwierig, mit Innenlogen zu spielen. Er muss das mehr unten rauslösen. Gegenüber dem Jakob, der ist eher kleiner, aber er ist auch immer noch halbwegs dabei. Und jetzt muss er dranbleiben. Ja. Hat jetzt ein bisschen Schwung und Satz versäumt. Ja, wird sich noch ein bisschen aufgerissen haben, aber so in der Kategorie Rang 5 ist vielleicht möglich. Jetzt kommt Zeitbereich im Flachen, da ist immer sehr schnell. Und 50, 67, ein sechster Platz. Schau, nur 1100stel hinter dem fünften Pizzato. Also die Rückstände sind da schon wieder recht groß, aber er ist dabei, Rang 6. Also ja. Hat er gestern Noël Clément gewonnen, glaube ich, vom 6er aus oder vom 7er. Ja, glaube ich, ja. Gell? Also es ist immer noch alles drin, aber da sieht man natürlich, mit seiner Größe ist es natürlich schwieriger, mit in den Schräglagen zu arbeiten. Also er muss das mehr über die Beine lösen. Und hat es aber, glaube ich, ganz gut gemacht, weil er hat das richtig runtergefightet, muss man sagen. Also es ist ihm nicht so leicht von der Hand gegangen, aber trotzdem hat er ins Ziel gekämpft. Und für den zweiten Lauf ist da noch alles möglich. Kann man jetzt schon mal sagen, also unsere drei Top-Läufer, einen haben wir ja noch mit Startnummer 40, aber in Summe sehr, sehr ansprechende Leistungen hier. Ramschaller mit dem unglücklichen Ausfall. Gegen Ende. Oh. Oh. Wiener Straße ist das gestern auch passiert beim zweiten Tor. Also es tut richtig weh. Eduard Hallberg war das, der Vize-Weltmeister bei den Junioren vor zwei Tagen. Aber es kann passieren, die sind voll fokussiert, ein kleiner Fehler und da sieht man einfach, wie genau alles im Slalom hergeht. Ganz minimal und ja. Klassiker des Einfädlers, nur keinen Zentimeter herschenken. Und dann ist es passiert. Ja, wenn wir uns erinnern, Adi Beutel gestern, super, super zweiter Durchgang, ja. Und fädelt dann steil lang einfach ein. Also, ja, so ein Fehler tun einen Slalomfahrer richtig weh, weil es ist so minimal und muss man aber auch verarbeiten und dran arbeiten. Jay Polter aus den USA ist der Nächste. Auf jeden Fall schon die zweiten Junioren-Weltmeisterschaft, war vorher im Panorama in Kanada mit dabei. Ja, und da sieht man jetzt so in der Sonne die leichten Rippen, die leichten Spuren und mit die muss ich mitfahren, weil sonst wenn man die Ski unruhig, ich verliere leicht den Grip. Dadurch verliere ich auch Höhe dann und kann nicht mehr den Schwung so kurz und schnell halten. Ja, er legt es da von der Linie sehr genau an. Und das ist genau jetzt die Kunst bei diesem Lauf, das Mittelmaß zu finden, von Genauigkeit und trotzdem Attacke. Ja, jetzt kommt er in den Flachbereich, das hat er jetzt ganz gut gelöst. Aber natürlich fehlt ein bisschen Zeit. Ja, 2,8 Sekunden, Jay Polter. Sein Rückstand, es gehen hier schon große Zeitrückstände. Aber mal geschaut, die Sonne haben ungefähr so bis 18, 19 Sekunden Fahrzeit. Ja, die Sonne wandert nach unten jetzt. Und das flog wahrscheinlich sogar noch. Ja, ja, und da ist natürlich die Umstellung in den Schattenbereich dann für zwei, drei Tore, bis sich das Auge einstellt, gar nicht einfach für einen Läufer. Und in diesem Bereich muss ich noch ganz genau Skifahren. Die Amerikaner hier noch ohne Rolle, muss man sagen, bisher nur Medaillen für die Europäer. Ja, die Amerikaner trumpfen immer bei Olympia auf und Weltmeisterschaften. Ja. Also ein spezielles Ritual wahrscheinlich. August Bolnett. 13. im Riesentorlauf. Er kämpft oben ein bisschen mit dem Rhythmus, hat ein bisschen viel Bewegung drin und deswegen hat er die Schiene am Boden und ja, da kann ich nicht schnell reagieren und muss einfach schauen, jetzt, dass er wieder Ruhe reinbringt, die Ski am Boden haltet, über die Beine arbeitet. Ja, da ist ganz schwer. Wird jetzt natürlich von Läufer zu Läufer schwieriger, weil sich natürlich durch die verschiedenen Linien, was jetzt da fahren, weil der eine drückt es runter, der andere kommt höher, natürlich verschiedene Schläge entstehen. Und
unterschiedliche Schläge. Und da braucht einfach ein bisschen Höhe, einfach ein bisschen Spielraum, um das zu nutzen. Auch 2,5 Sekunden interessant. Eigentlich hier war Jakob Gräber der Erste im Starterfeld mit Nummer 9, der nicht im Riesentorlauf auch am Start war. Alle anderen haben sich sowohl auf der längeren wie auf den kürzeren Technikschienen hier. Oh, der Einfädler. Das ist ein Einfädler. Ja. Eindeutig, oder? Das war ein eindeutiger Einfädler. Hat er wahrscheinlich nicht gespürt. Ja, das ist so ein bisschen. Hirscher Kostelic, die haben das auch nicht gespürt. Das kann den ganz guten, kann das passieren. Ja, gestern. Ein klein wenig. Und ja, kann passieren. Andererseits ist der Läufer so im Angriffsmodus. Da haben wir noch einmal den Einfädler. Zack. Aber nicht. Silbermedaille abgeräumt. Ja, das ist ganz klar. Dank unsere Regie, Peter Homola. Fein zugespielt, das wie Geld bei den echten sieht man alles, gell? Ja, und das Geld für den Protest können Sie sich sparen. Können Sie für was anderes ausgeben. Bei dir würde genügen, ist günstig. Ja. So, nächster Medaillengewinner hier, Nico Palamaras, 18 Jahre jung, hat mit Louis Vogt auch diese Kombination bestritten und Silber gewonnen. Ja, und den hat man schon ein paar Mal gehört bei den FIS-Rennen und das sieht man gleich oben. Also hat eine gute Dynamik, stabile Fahrweise, gefällt mir sehr gut. Und ist voll dabei. Jawohl. 1464, die erste Zwischenzeit. Also ein bisschen spritziger Typ wie Linus Strasser, vielleicht ein bisschen kopiert. Ja, natürlich versuchen die Nationen in ihren eigenen Reihen. Das sieht man sehr gut bei den Franzosen. Früher hat man das immer gut gesehen. Grosch, die hat man den Grosch immer nachgemacht im Nachwuchs. Es ist immer ein Vorteil, gute Läufer im eigenen Feld zu haben. Und natürlich mit seiner Größe muss er ein bisschen auf andere Hebel schauen und hat es aber super im Griff. Oh, der ist da wirklich ganz weit vorne mit dabei, stark. Und setzt sich jetzt auf Rang 3. 48 Hundertstel nur sein Rückstand. Ja, das war absolut top. Damit Jakob Gräber als bester Österreicher jetzt auf Position 4. Ja, und der, ich meine, den Namen kennt man schon für die FIS-Rennen her. Also der hat schon einige gewonnen und fährt da ganz vorne mit. Ja, und das hat er hier gezeigt, auf diesem schweren Hang. Einer noch in der Topgruppe. Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, die ersten vier. Haben wir eigentlich alles dabei, oder? So gehört sich's. Ja, gedrehte Reihenfolge können wir noch schauen. Also ja, das wäre uns schon natürlich lieber. Gut. Cooper Packett. Aber das Schöne ist, dass wir in Schlagdistanz sein, dass wir dabei sein, das ist ganz wichtig. Und die Jungs haben das gut gemacht. Ja, da hat es gleich einmal die Linie verloren. Aber trotzdem ja, super dabei. Ja, genau. Na, schaut mal, da natürlich lang Sonne. Schaut, zuvor vor ein paar Läufen waren wir bei 18 Sekunden im Schatten. Ja, und das wird der Vorteil auch ein bisschen, gell, für die Jungs. Und jetzt kommt er in den Schatten. Aber da ist jetzt natürlich richtig dunkel. Gell? Ja, aber solange es hell ist, ist er gut dabei. Da ist vielleicht ein kleiner Vorteil jetzt sogar, bist du zwar nicht mehr dafür von der Sonneneinstrahlung ein bisschen was mitbekommen. Ja, hat jetzt die zwei Tore, die was auf die linke Seite weggegangen sind, ein bisschen Probleme gehabt, hat aber dann schnell umgestellt und ist eigentlich noch sehr gut in Schlagdistanz. Sechster Platz, 1,18, eigentlich so zwischen der Spitzengruppe und der Verfolgergruppe, so mittendrin. Ja, und da ist alles möglich. Der hat oben aber kurz den Fehler gehabt. Natürlich ein bisschen nervös vielleicht und hat sich nicht getraut, richtig in die Bewegung zu gehen. Aber hat dann sehr schnell den Lauf gefunden, hat die Bewegung umgestellt und ja, und dann hat er einen guten Lauf hingelegt. So, also Österreicher unten, unser bester Jakob Gräber. Und ich glaube, der steht jetzt bei der Daniela unten, richtig? Richtig, Thomas. Und er freut sich über die Fans, die hier extra für ihn gekommen sind und über seinen Lauf. Ist alles so aufgegangen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja, im Großen und Ganzen schon eigentlich. Die andere Passage, wo ich denke, da könnte man noch mehr fahren. Aber ich bin jetzt einmal zufrieden und ja, dort die Ausgangslage für den Zweiten und passt. War es so schwierig, wie man im Vorhinein angenommen hat?
Ja, es ist einfach mit den wechselnden Bedingungen, was da ist, oder halt wechselnde Kurssetzungen, einmal irgend, dann wieder weit. Es ist einfach nicht leicht zum Fahren. Und, ja. Aber gutes Motto für den zweiten Durchgang, einiges umsetzen. Sie haben hinaufgefunkt, einer ist ja noch oben, Felix Marksteiner, was haben Sie ihm gesagt? Ja genau, einfach bis zur zweiten Hornadel ist es eigentlich voll gut zum Fahren, danach muss ich einfach parat sein. Es ist einfach mit einer, wie gesagt, mit einer wechselnden Kurssetzung da. Muss einfach parat sein, ist kein Problem und das haben wir eigentlich ruhig gefunkt. Und, ja. Dann alles Gute für den zweiten, Dankeschön. Danke. Ja, da drücken wir die Daumen. Und, ja, aber das ist Team Spirit. Also ich finde das cool, gut, ja, dass sich die Jungs untereinander helfen, weil es ist natürlich nochmal ein Vorteil, wenn der Läufer seine Informationen weitergibt, nicht nur die Trainer. Und ich finde es das cool, dass die Jungs so zusammenhelfen und da sieht man, dass sie gemeinsam wollen, da eine Medaille halt machen. Die Message ist irgendwie klar jetzt, also man kann es lang da ordentlich duschen lassen und danach wird es eben von Tor zu Tor, muss sich ein bisschen reinfühlen. Also das sind alles so kleine Augenblicke einer Sekunde, wo man spüren muss, wie viel Grip habe ich, wie sehr dreht es, wie viel Speed habe ich. Der Jakob hat das super erklärt, also man muss parat sein, was heißt das? Ich muss einfach den Druckpunkt vor dem Tor haben, ich muss die Richtung haben. Und es ist aber noch kein Problem, wenn man das hat. Und das ist eine ganz wichtige Information. Oskar Andreas Sandweg, der Bronzemedaillengewinner vom Riesentorlauf 11. auch in der Abfahrt. Ein paar Schwierigkeiten oben. Ja, und das hat ihm jetzt komplett den Rhythmus genommen und er hat ein bisschen ein Problem auf die andere Seite vom Schwung, dass er einfach oft einmal mit dem Oberkörper zu viel nach innen fällt und dann geht der Außenski, stehe ich vor dem Toschi am Innenski und dann geht er der Außenski weg und das ist ihm jetzt zweimal passiert. Und das ist natürlich jetzt schwer, den Rhythmus wieder zu finden, aber er hat sich da jetzt wieder umgestellt, aber da passiert es ihm leider wieder noch einmal, aber ja, du weißt natürlich im Kopf, der Schaden ist schon ziemlich angerichtet mit den Patzern da oben. Ja, das ist auch nicht mehr der letzte Biss, 2,4 Sekunden. Aber du hast schon gesagt, eben die Schwierigkeit der Kurssetzung, die bestätigen jetzt auch ein bisschen die großen Rückstände und die Ausfälle. Also es hat schon ein paar so Mitfavoriten abgeworfen, leider auch Kilian Brandstaller. Und andere haben viel Zeit aufgerissen. Ja, Kili ist extrem schade, umso länger, dass wir schauen. Also es war eine super Fahrt bis dahin. Und ja, das Wichtige ist ja, dass man, so wie er jetzt zum Beispiel, hätte meines Erachtens mehr kämpfen müssen ins Ziel. Es war schade, weil ich meine, da sind 2-3 Zehntel drinnen, aber schon 2 Sekunden hinten ist für den zweiten Lauf schon noch ein bisschen was möglich. Und das muss man den Jungs auf den Weg geben, egal was passiert, kämpfen bis ins Ziel. Nächster Norweger, Jesper Wahlqvist, hat mit dem norwegischen Team Bronze gewonnen in Zürich drüben auf der Parallel-Weltcup-Strecke. Ja, und er hat eigentlich sehr stark angefangen. Und ist oben voll dabei. Und ist, ja, hat uns nicht getäuscht, gell? Wow. Also, super Fahrt oben. Da sieht man schon eine sehr ausgereifte Technik. Er kämpft ein bisschen mit der Rücklage da jetzt in den Steilhang hinein. Schafft es aber trotzdem durch schnelle Bewegungen über die Knie. Ah, rutscht er weg. Du, aber die Vermutung nährt sich auch, dass diese Sonneneinstrahlung jetzt schon ordentlich was bringt. Einmal, ja, natürlich. Von der Sicht her, da sind jetzt die Letzten alle recht gut, auch bei der zweiten Zwischenzeit dabei gewesen. Aber je weiter es nach unten geht, desto unterschiedlicher werden mitunter der Untergrund beim Einzelnen. Dort hat man ein bisschen knackiger. Ja, die Sonne macht jetzt für den Schnee nicht viel aus, aber von der Sicht. Und, ja, logisch, wenn der Mensch mehr sieht, nachher kann er mehr attackieren, kann die Schwinger genauer fahren. Aber jetzt rein für die Piste, dass es jetzt weicher wird, geht das nicht. Nein, wir haben da minus 10 Grad gehabt in der Früh, also das passt super. Aber vom Auge her, vom Läufer ist natürlich feiner bei Sonnenschein fahren, weil er einfach mehr sieht. Und Olaf Palmer kann nachher einfach mehr attackieren. Ja, wieder sehr gute Fahrt oben. 5 Zehntel hinten, beide ersten Zwischenzeiten. Da sieht man schon, mit seiner Größe ist es schon ein bisschen schwerer in den Steilhang hinein. Er braucht einfach ein bisschen mehr Linie und muss dann einfach schauen, dass er die Bewegung mehr aus den Beinen macht. Und da ist jetzt natürlich sehr dunkel.
Er hat viel länger Sonne. Und genau, und dann wird es wild. Das ist dann jetzt nur noch für die letzten 15 Fahrsekunden in etwa. Bei ihm der Fall. Adam Palmer, 2 Sekunden Rückstand, aber das ist einmal ein 11. Zwischenplatz und das kann gut reichen für so eine Top-15-Platzierung vielleicht in der Kategorie. Aber sieht man schon noch Unterschiede. Er war jetzt nicht ganz so stabil, hat es andere gegeben, ja. Da hat man das die 10 runter wie die Großen. Ganz genau. Also, aber es ist, ich sage, in seiner Größe braucht er vielleicht einmal ein Jahr länger, um das, wir haben das gestern beim Zehnhäuser gehört im Interview, das war sehr interessant, wie er wieder arbeiten hat müssen, Stabilität zu kriegen und er hat nie erwartet, dass er im Steilen schnell Skifahren kann und er hat sich gestern selber bewiesen. Und man muss den Läufern einfach vielleicht einmal ein Jahr lang mehr Zeit geben, die Großen, um das Ganze dass sich das einschleift, dass sie Selbstvertrauen kriegen. Die Sommerferien in der Kraftkammer hilft auch, oder? Ja, genau. Also es hat dann natürlich längere Hebel haben sie und müssen das auch natürlich vom Krafttraining her. Da ist schon der nächste Ausfall. Davide Leonardo Seppi. Ja, also de facto Ausfall. Sie haben sich dann im zweiten Durchgang so irgendwo von der Startreihenfolge beide einen Exoten zwischen einem Libanesen und einem Chinesen wiederfinden. Ja, es wird halt interessant, wo liegt wirklich der Cut bei den 30? Also ich bin neugierig, wie sich die Hintern schlagen. Gestern war der enorm hoch, oder? Entschlagen. 4 Sekunden haben wir ja, gestern Wahnsinn. Hat die, natürlich die Rippen, die Piste hat abgebaut und du kannst dann nicht mehr deine Linie fahren. Also 4 Sekunden war schon sehr viel gestern. Jetzt ist endgültig fertig. Seppi stürzt quasi in den Schatten hinein. Ja, Linie verloren, versucht natürlich noch alles, aber mit den heutigen Carving-Ski, wenn man da nicht mehr zentral über den Ski steht, dann geht die Post natürlich noch hinten ab. Ja. Und hinten sozusagen noch der Außenborder dran ist, dann ist ohnehin gefährlich bei den Zirkusbrettern da. Ja, es ist nicht einfach auch für die Abstimmung her. Also man muss schauen, dass man hinten raus vielleicht die Kanten ein bisschen mehr wegnimmt. Es hängt immer vom Läufer ab, wie will er es haben. Zu viel Druck hinten auf der Ferse ist oft nicht positiv. Dimier Jambé aus Frankreich. Hat da das richtig gut hineingefunden und da extrem schade, dass ihm sowas passiert jetzt. Weil er war natürlich ein bisschen tiefer der Position und war im oberen, im weiten Torabstand nicht so das Problem. Aber wenn es noch eng wird, dann muss ich einfach mich schneller lösen können und schneller umlegen können. Und wenn ich da mit Gesäß zu tief bin, dann habe ich eigentlich keine Chance, das zu machen. Hast du das gern gehabt früher, so, wenn es sehr tückisch gesetzt war? Ja, ich war ja taktisch nicht schlecht angelegt, weil ich ja nicht jetzt vielleicht einen schnellsten Schwung gefahren bin. Ich habe das eigentlich ganz gut in den Griff gehabt. Also ich habe sogar einmal geführt beim Kostelitsch-Lauf, das bin ich heute noch stolz. Und ich war nicht der Überriskierer. Also ich habe mich immer alles ein bisschen auf Sicherheit und du tust dich nachher auf so einen schweren Lauf leichter. Okay. Weil natürlich andere Läufer attackieren und machen in gewissen Passagen Fehler und ich habe es halt geschafft, von oben bis unten eigentlich einen konstanten Lauf zu machen. Vielleicht auch mal erklären, es wird glaube ich zu Saisonbeginn ausgelost, welche Trainer, welche Nationentrainer wo setzen. Ich weiß am Anfang ist auch schon, aha, was weiß ich, erster Durchgang in Schlabing wird dann der Schweizer setzen und den zweiten in Wengen ist dann der Kanadier dran, so ungefähr. Ja, aber das ist eigentlich, das machen eigentlich die Trainer. Also wir Läufer haben uns mit denen nicht beschäftigt. Wir haben ja schon noch gewusst, die paar Tage davor, dass eben der und der Trainer setzt. Und dementsprechend ist er trainiert worden. Also mit denen haben sich bei uns die Trainer beschäftigt. Und man sieht jetzt auch bei ihm jetzt, wenn er mit der Bewegung nicht mehr mitkommt, nachher wird es einfach schwierig auf diesen Ski noch. Ja, hält sie noch gut. Aber jetzt muss er mal hinunterkommen. Da unten ist es jetzt verdammt schwierig geworden. Ja, aber er setzt da ziemlich alles auf eine Karte. Und auch ja. Er praktisch, nein, er ist noch drinnen. Es hat jetzt aber sensationell gelöst, also Hut ab. In solchen Schwierigkeiten trotzdem noch einen Schwung zurückzubringen, das ist schon Hammer. Und 1,22 nur der Rückstand für Marinus Senhofer. Gute Ausgangsposition für Marinus für den zweiten Durchgang. Also mit diesen Problemen wirklich Hut ab, weil da sieht man, er versucht den trotzdem auf Zug zuzufahren, noch, obwohl er Riesenprobleme hat.
Aber da sieht man schon, welche Bewegungstalente das ist. Unglaublich, das ist ja echt akrobatisch, was hier dann teilweise geliefert wird. Ja, schau dir das einmal an. Körper wandert nach links weg, die Ski dreht dann noch schnell nach rechts rüber, damit das... Also wenn ich das heute machen würde, ich würde 3 Tage nicht mehr gehen können danach. Das ist... Da muss ein halbes Dutzend Masseure. Ja, genau. Wir müssten mir, glaube ich, 2 Tage kopfüber aufhängen und wir den Beinen. Camden Palmquist aus den USA. Den hat es hier schon mit 2 Ausfällen erwischt, im Riesentorlauf und im Super-G, ein Hasardeur. Ja, aber es ist oben nicht mehr so leicht zu fahren, die leichten Schläge sind ganz schwierig, aber er macht es richtig gut. Also schauen, die Zeit ist auch super. Ja, den Bereich jetzt super gelöst. Versucht dann natürlich mit sehr viel Kniewinkel das Ganze zu lösen, was positiv ist. Und auch da ist er noch gut dabei, aber jetzt wird es richtig. Hat einen blöden Schlag erwischt am Außenski, genau beim Lösen, und hat dadurch die Höhe verloren. Aber er schafft es immer wieder, zurück auf die Linie zu kommen, das ist sehr gut. Ja, müsst wieder mal eine starke Zeit auch für einen amerikanischen Teilnehmer hier haben. 1,5 Sekunden nur der Rückstand, das macht Rang 8, und jetzt wird auch diese Verfolgergruppe da von der Lücke her ein bisschen geschlossen. Ja, wir sehen schon, mit Nummer 22 ist noch super Zeit möglich, und da sieht man auch, wie dicht das Niveau ist eigentlich, gell? Dass da mit Nummer 22 auf 1,5 Sekunden dabei, das ist, spricht auch fürs Niveau auf diesem Starterfeld heute. Absolut, wir haben im Augenblick 13 Läufer mit einem Rückstand von unter 2 Sekunden. Corrado Barbera hält nach wie vor die Bestzeit hier. Und dann kommt Elesi Cannaferina und der deutsche Palmaras. Jakob Gräber als bester Österreicher auf Rang 4. Ralf Seidler an der 10. Stelle und damit wieder hinunter zu Daniela. Ja, bei mir steht Kilian Bramstahler, der war von der ersten bis zur zweiten Zwischenzeit sogar der Schnellste, sehr gut unterwegs. Dann leider der Ausfall, sie haben zu mir gesagt, so ist das Slalom. Wie haben Sie diesen ersten Durchgang erlebt? Ja, also ich habe gewusst, das ist vom Start weg voll zum Angreifen. Die Burschen geben alles in ihr Bestes, also ja. Oben eigentlich gut reingefunden. Ich habe gewusst, der Lauf, der lässt bis ins Ziel nicht aus. Das auch unten war einfach schade. Das war schlecht gefahren von mir, wenn ich da hochgestanden war. War sich das vielleicht auch noch ausgegangen. Aber ja, wie gesagt, wenn man da nicht voll reinriskiert und sein Bestes gibt, dann ist man auch zeitlich nicht dabei. Und das hat dann ungefähr gleich viel Sinn wie der Ausfall. Damit ist die WM jetzt für Sie hier zu Ende. Welches Resümee ziehen Sie jetzt trotz dieses Ausfalls? Was nehmen Sie mit? Ja, also ich habe gesehen, dass ich zeitlich dabei bin bei den Burschen. Das ist schon motivierend. Und ja, es war wieder ein tolles Erlebnis, dabei zu sein. Echt cool. Und ich wünsche den Burschen im zweiten Durchgang alles Gute. Und ich hoffe, die machen was heute. Wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin. Dankeschön. Danke. Sehr sympathischer Bursch vom Skiclub Lienz, der, du hast es gesagt, der lange verletzt war, der erst am 7. Jänner sozusagen in die Rennsaison gestartet ist. Da gab es einen Doppel-Fiss-Slalom in Obdach. Beim ersten ist er gleich ausgeschieden und im zweiten hat er gewonnen. Also das ist schon auch ein Verwerter, oder? Ja, der Kille ist ein richtig cooler Typ. Und kennen aber, wir waren mal beim Nachwuchs ein paar Wochen dabei im Sommer. Und er ist ein lässiger Typ, ein cooler. Und die Trainer haben da super Arbeit geleistet, weil einen Verletzten in der Saison zurückzuholen ist gar nicht einfach fürs Team. Und sie haben das richtig gut gemacht, ihn wieder da auf Spur zu bringen und zweite Rennen gewinnen, das spricht für Coolness. Das war, glaube ich, sogar am gleichen Tag. Also da, das kann schon mal sein, oder? Ja, das ist im FIS-Bereich üblich, dass man 2 Rennen an einem Tag fährt. Ist natürlich von der Kondition her gar nicht ohne, von der Konzentration her. Also es sind harte Tage, aber für ihn vielleicht war es positiv, weil dann hat er gleich wieder die Chance gehabt zu punkten und hat das auch gleich genutzt. Ja, kämpft sich da schwer herunter. Philipp Lundqvist, 19-jähriger Schwede. Ja, ist ein bisschen unstabil von der ganzen Position her und dann wird es schwierig mit den verschiedenen Torabständen, um einen Rhythmus zu finden und dann wird es schwierig, richtig schnell Slalom zu fahren. 2,91, Philipp Lundqvist, jetzt ist eigentlich nur noch der absolute Schlusshang hier im Schatten, das werden sein, so 10-12 Sekunden. Der Rest, aber genau jetzt ist der Schatten da, wo es richtig schwer wird und das ist jetzt sicher nicht vom Vorteil. Genau da bei der Hornadel in den letzten Steilungen, wo es stark drehen anfängt, wo es weghängt und rippig wird jetzt. Also da müssen sie jetzt ganz genau fahren.
Vielleicht wird es dann bei Felix Marksteiner schon bis unten sonnig sein. Ich weiß jetzt nicht genau, da wo du topografisch noch einen Hügel ein bisschen was wegsperrt. Felix Marksteiner kommt mit der Startnummer 40, also eine Viertelstunde. Ja, der Felix ist, ich glaube auch, dass die Sonne noch weiter runter geht und vielleicht hoffentlich bis ins Flache oder bis ins Ziel. Müssen wir eigentlich einen Local Hero fragen, aber haben wir jetzt keinen zur Hand. Gell? Aber der Felix ist stärker im Riesenslalom, aber trotzdem im Slalom auch ganz gut dabei und wünsche mir alles Gute für heute. Hans Kral Matzen hat eine kleine Strafrunde sozusagen eingelegt und darum der 3,23 Rückstand. Einer, der hier auch schon im Parallelbewerb, im Teambewerb da in Zürst drüben sich mit einer Bronzemedaille relativ schadlos gehalten hat. Nach dem Riesentorlauf, aber jetzt, oh, ja. Ja, natürlich. Sieht er nicht ganz so, wie ich jetzt das gesagt habe. Nein, das zeigt einfach, die Jungs sind voll im Rennfieber und das gehört auch so. Und ja, mal der Frust muss weg, also keine Ahnung, irgendwo her. Man muss auch mal einen Stock oder irgendwas dran glauben. Der Frust muss einfach oft einmal raus. Aber die Stöcke waren auch immer stabil, also brechen auch nicht mehr. Da musst du schon ordentlich hinhauen. Oder sie haben weniger Kraft wie mir früher. Übers Knie riechen. Und wir müssen jetzt schauen, oben im oberen Teil, da in der Querfahrt, wird es jetzt immer schwieriger zu fahren. Da sind leichte Rippen, es hängt ein bisschen vom Tor weg. Da brauche ich jetzt hin, bei Erik Sarabuo, ja, aus Finnland. Da brauchen wir ein bisschen mehr Richtung jetzt. Da kann ich natürlich nicht mehr so wie am Anfang mit der Innenlage spielen. Ich muss einfach schauen, dass ich mehr Druck über den Außenski kriege. Leider hat er schon da jetzt einen Fehler. Zum Beispiel dieses da. Da sieht man, es ist nicht mehr so einfach zum Fahren. Und das nimmt dann auch einen Rhythmus in diesem Bereich. Es täuscht ein bisschen, schaut flach aus. Ist es aber dort gar nicht so? Nein, überhaupt nicht. Also der Hang ist richtig steil. Das hat man jetzt wieder gesehen. Einmal zwei drinnen, kein Druck am Außenski und du bist weg. Und der Hang fällt da richtig runter. Ja, jetzt wird es doch sehr, sehr ausfallsreich, muss man sagen. Ich schau mal schnell, 2, 4, 6, 8 Ausfälle haben wir hier schon bei Startnummer 25. Also ja, ein Drittel. Ja, und man sieht jetzt da auch, also gestern das, was in Schwarzmarkow gestern passiert ist, wenn ich zu wenig Richtung auf den langen Zug hin habe, der Läufer hilft sich, orientiert sich nach dem Auge zum Tor und nachher geht er mit dem Oberkörper nach innen. Und ja. Nachher ist nicht mehr der Außenski drum, sondern der Innenski und der Hang fällt weg und dann geht's, ist es vorbei. Okay. So, ganz wichtig, dass wir das auch erwähnen. Am letzten Renntag, ich würde meinen ein Riesenkompliment für das OK-Team hier um Peter Mall. Hier hat eigentlich wirklich gar alles funktioniert und damit meine ich vom Hubschrauberfahrt beim ersten Training bis zu den Startlisten, bis zu den Nebensächlichkeiten. Kein Fehler aufgefallen, ich muss es wirklich so sagen. Immer tolle Piste hinbekommen, ein bisschen Schnee hat man in den Griff gehabt. Ja, ich meine, die Adelberger sind Vollprofis. Ja, also, ganz groß. Überhaupt mehr in Österreich, muss man sagen. Die Skirennen sind immer auf hohem Niveau. Aber was mich fasziniert hat, und ich immer seit wieder beim Herfahren gedenkt, du siehst den Hang in der Früh im Flutlicht, also die Aufmachung, auch wie der Zielbereich hergerichtet ist. Sie haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Das ist für sie ein wichtiges Rennen. Und das spricht für den Veranstalter. Und da kann man nur gratulieren. Und ja, ist eine große Bühne für die Jungs. Und ja, der Hang natürlich hat es in sich. Das sehen wir eh bei jedem Läufer jetzt. Aber durch diesen Hang haben sie auch Olympiasieger, Weltmeister da. So schaut es aus. Rausgebracht. Viel einfallen lassen, während die Jakotapaneinen mit fast 5 Sekunden Rückstand ins Ziel kommt. Aber junge, gecastete Moderatoren, die hier unten für die Stimmung sorgen, auch die hier die Stadionsprecher auch machen. Sehr engagiertes Presseteam. Also wirklich, es hackt bei genau gar nichts. Sie haben nichts im Zufall überlassen. Ja. Also das ist, sie haben das organisiert wie jedes Weltcuprennen und das zeigt auch den Respekt, was sie vor dieser JW im Kopf haben. Und seien wir froh, dass solche Rennen veranstaltet werden und kann nur an jeden Einzelnen ein Danke und ein Lob aussprechen. So, wie schauen wir eigentlich aus bei den Top 10? Ralf Seidler, 10. 1,74 sein Rückstand. Die Medaillen da, halbe Sekunde. Palamaras 0,48 genau hinter dem führenden Barbera. Ja, da ist noch alles möglich im zweiten Lauf.
Und man sieht jetzt, wenn man nicht mit den Spuren mitfährt, wenn man nicht über den Außenschied zum Tor fährt, dann wird es richtig schwer jetzt bei den leichten Rippen. Es hängt leicht weg vom Tor, obwohl die Piste in sensationellem Zustand ist. Aber natürlich wollen die Jungs jetzt auch die gleiche Linie fahren wie am Anfang, aber das spielt es einfach jetzt nicht und da muss ich mich umstellen. Das war der deutsche Max Geisler-Hauber aus Oberstaufen. Da vorne hat sich nichts geändert. Der nächste Deutsche gleich hinterher. Felix Lindenmeier wird das sein, Startnummer 28. War schon vor 2 Jahren dabei bei der Junioren-WM. Ja, er legt es jetzt runter und fährt mehr mit den Sporen mit. Hat jetzt ganz gut reingefahren. Jetzt kommt, ja, da hat jetzt genau den Fehler gemacht, was wir angesprochen haben. Aber dieses da hat jetzt besser gefahren. Und ist eigentlich noch super dabei. Und es geht nur über diesen Weg. Genau. Schade. Wirklich schade, weil er hat jetzt wirklich gut angelegt gehabt oben. Aber eben, Slalom-Sport ist richtig beinhart, überhaupt auf so einen Hang. Da muss ich das von oben bis unten konzentriert durchziehen. Und dann sieht man wieder, wenn er seinen Rhythmus hat, wenn er seine Bewegungsabläufe wieder im Griff hat, wie super das Slalom vorne eigentlich ausschaut. Ja, ja. Das ist ja wirklich großer Sport, der geboten wird bei so 17- bis 21-jährigen Felix Lindenmeier. 3,24 Rückstand, Rang 18, aber damit wird er auf alle Fälle natürlich gute Startnummer haben im zweiten Durchgang. Denn wenn wir so ein bisschen schauen, was bei den Damen auch war, also so 3,5 Sekunden, den Bereich wäre es derzeit zu erwarten, dass das noch gerade ginge, um sich hier eine günstige Startnummer für die Entscheidung zu holen. Ja, natürlich muss man jetzt auch anhand der Startnummern sagen, die haben natürlich jetzt natürlich höhere Fisspunkte und das Niveau wird natürlich jetzt ein bisschen abbauen, aber und die werden sich natürlich auf so einen schweren Hang und schweren Lauf natürlich noch schwerer tun, aber es sind immer drunter, die nachher wieder super Leistung abliefern. Jetzt kommt Gwutko Ljutic, das ist der ältere Bruder von Srinka, die hier auch gefahren ist. Gestern dann am Kronplatz beim ersten Riesentorlauf schon dabei, war übrigens Lara Kulturi war dort auch drüben. 17. geworden, gestern heute 2. Einsatz, Lisa Nüberg, die auch hier gefahren ist. 25. Also die sind hier direkt abmarschiert drüben, weiterfahren im Weltcup in Italien am Kronplatz. Also und er hat auch schon richtig gute Anlagen von der Technik her, macht es richtig gut. Also das ist eine richtige Skifahrerfamilie. Sogar, glaube ich, eine ganz junge Tochter haben sie auch noch, die ja, Skifahrt. Ja, 2005erin. Ja, genau. Und ich habe ja mal beim Fissrennen gesehen. Also die lieben den Schnee lieber wie das Wasser. Da kommt so sozusagen die Kostelic-Nachfolge. Ja, genau. Ja, es ist Wahnsinn. Die arbeiten gut. Man sieht auch bei ihnen, er hat schon richtig gute Anlagen. Und da wird richtig Gas geben. 2,81. Vorläufig Rang 16 für ihn. Ja, da sieht man, die Ansprüche, die sind dann schon andere. Ja, natürlich. Die wollen da vorne reinfahren, die wollen sich ins Rampenlicht fahren und das ist ja gut so. Das will eigentlich auch jeder, was da am Start steht. Oliver Paraset. Ja, hat da gut reingefunden, einmal Luft gekriegt. Zu späten Druck genommen, aber jetzt hat er wieder reingefunden. Ja, das ist richtig schwer zum Fahren da jetzt mit den Rippen. Der Grip ist natürlich, jetzt ist rutschiger natürlich auch, geht durch die Rippen. Und der Schatten geht jetzt ein bisschen weiter nach unten wieder. Aber diesen Bereich meistern sie jetzt eigentlich alles schon wieder gut. Das geht wieder, da ganz unten. Ja, Rückstand 2,59 Sekunden für Paraset, bisschen schneller als Ljutic vor ihm. Ja, da sind wir im Bereich für Schladming gestern. Hat der 16., 17. auch sowas, 2,3, 2,4 gehabt.
Eben, es sind hier nicht nur ein paar Ausnahmekönner am Werk, sondern ordentliche Dichte. Und auch so von der Stilistik her, muss man sagen, also sind einige dabei, die da richtig gut fahren. Viele eigentlich. Ja, aber das ist wirklich Wahnsinn im Skisport. Vor allem in den technischen Disziplinen, wenn man beim Einfahren heute in der Früh schaut, die fahren richtig gut Ski, wirklich. Aber die Masse, also nicht nur 5, 6, sondern wirklich die Masse. Und das zeigen sie uns auch heute auf den schweren Hang. Einer von unseren ÖSV-Helden fehlt uns noch. Ralf Seidler hält nach wie vor hier Rang 10 und steht jetzt unten im Ziel. Ja, Thomas, wir haben den ersten und den zehnten hier. Beginnen wir gleich mit dem führenden Barbera Corrado. Ein sehr schwieriger Lauf, but you found the best receipt. What was it? Sie haben ein gutes Rezept. I think that in a run like that, if you want to do too much, you wenn man hier zu viel tun will, dann macht man Fehler. Ski easy. Ich habe versucht, einfach recht einfach herunterzukommen. Ohne große Fehler und das hat funktioniert. Bin ziemlich glücklich. Zweitens muss ich vielleicht etwas mehr attackieren. Ich bin zufrieden. Being easy sounds difficult to us, but thank you so much. All the best for a second run. Thank you. Und der zehnte ist auch hier, zweitbester Österreicher. Sie haben gesagt, Sie sind aber nicht ganz zufrieden. Warum? Ja, leider probiert, also Gott sei Dank probiert alles zu geben, aber leider sehr viele Fehler einbaut und gerade auch beim Lichtschattenwechsel sehr weit nach hinten reingesetzt und dann habe ich genau an der flachsten Stelle ziemlich einpacken müssen. Für den zweiten Durchgang kann es nur ein Motto geben, oder wie lautet das? Ja, volle Attacke und schauen, was rauskommt. Dann alles Gute. Danke. Na, schau, da spricht es jetzt auch einer an, dass dieser Lichtschattenwechsel wirklich deutlich tückischer ist, als man wahrscheinlich vom Fernseher meinen könnte. Man sieht es eh immer gut, so nach dem Motto, oder? Ja, genau. Und der Ralf hat das jetzt richtig angesprochen. Und du hast einen kurzen Moment, wo du den Boden nicht siehst, wo sich das Auge umstellt. Und genau in diesem Moment hat er wahrscheinlich seine Bewegung nicht gemacht und dann bist du sofort Passagier, weil genau da ist der Lauf eng geworden. Und er hat genau seinen Fehler, glaube ich, gut analysiert. Und für ihn ist aber trotzdem alles möglich jetzt im zweiten Lauf. Und er weiß, was zu tun ist. Tiziano Gravier aus Argentinien ist insgesamt schon seine fünfte Junioren-Weltmeisterschaft. Ja, natürlich, jetzt hat es ein bisschen zu rund angegangen und fährt es zwar schön runter, aber da bin ich natürlich noch auch nicht dabei. Weil ich muss schon trotzdem schauen, dass ich den Druck zum Tor finde, um schnell zu sein. Also der gehört keineswegs zu den Exoten, auch wenn Argentinier selten im Weltcup da vorne zu sehen waren. Aber auch eben Asiaten viele dabei. Mexiko dabei, übrigens Hubertus von Hohenlohe, wieder im Einsatz bei der Weltmeisterschaft. Courchevel Meribel, wir haben da schon ein Video zugespielt bekommen, der ist schon wieder fleißig am Trainieren. Top in Form. Ja, gibt nicht auf. Er kann länger Skifahren bei mir. Also er ist ja älter wie mir und schafft es trotzdem noch auf die Ski zu stehen, ja, und rennen zu fahren. Kommen bei diesen WM-Hängen, oder? Ja, genau. Nein, das allerhöchsten Respekt dafür. Er hat natürlich einen anderen Hintergedanken, aber auch das ist gut. Ja, Spanier sind nicht schlecht unterwegs. Gestern zwei im Finale, oder? In Schladming. Und das ist keine schlechte ganz Zeit. Stark wieder gewesen, sich wieder ein bisschen herangetastet, wo er letzte Saison schon war. Und auch das sehr in Ordnung. 14. Platz für Tomasz Barata. Ja, da ist schon noch was einiges möglich von Felix oben. Also die Piste ist wirklich in gutem Zustand. Er muss halt die gewissen Sachen einhalten, dann kann er da richtig vorne mitmischen. Ryder Sargent aus den USA mit einem Einfädler. Ja, da sieht man, ihn drückt es außen drüber, kann keine Richtung mehr machen. Er hat die Linie verloren und dann wieder natürlich die kürzeste Linie vorne und dann fädelt man ein. Lenz Heckler, der hat schon abgestaubt hier. Super-G, Silber für ihn, Vierter im Teambewerb, Auswahl im Riesentorlauf. Dann war er eigentlich als Trainingszweiter und Dritter in der Abfahrt da auch hoch gehandelt worden, dann mit einem Fehler weit zurückgespult und da ist jetzt irgendwas abgebrochen, aber das war, glaube ich, bei einer Stange. Das war die Stange, oben ist gebrochen, das passiert oft, wenn es hart ist. Sein Trainer hat den Kurs gesetzt.
und hat aber auch damit seine Probleme jetzt. Hier ist natürlich eher der Speedmeister. Ja, aber er schlug sich trotzdem gut, er versucht es, ist ein bisschen hinten nach, versucht aber trotzdem über die Knie das Ganze zu lösen. Muss einfach nur schauen, dass er die Position weiter nach oben bringt und nach vor. Dann geht's 3,17 und da ist er auch noch gut dabei auf Position 21 derzeit. Da haben wir das gehabt von der Stange. Kleines Stück. Ja, wenn es hart ist, dann passiert das einfach. Schau, die Schweizer haben da mal mit ihren Startnummern ein bisschen zu kämpfen. Auch Kilian Aplanalp. Ja, das war der erste Schweizer, oder? Bin da richtig informiert. Puh. Ja, jetzt fordert die einmal raus. So schaut's aus. Ja. Lenz Hechler mit Start 34. Ja, der Schweizer. Der erste. Das ist der die, zweite. Können nur noch geradeaus fahren, die Herren. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die haben natürlich den Marc Hodermatt als Vorbild. Und, aber haben ja natürlich gute Slalomfahrer in der Schweiz und werden sich wahrscheinlich nach denen orientieren, ja, jetzt die nächste Zeit. Wir wollen hier kein altösterreichisch-schweizerisches Spielchen betreiben, aber bester Schweizer mal weit hinter dem besten Österreicher. So wie bei euch damals ungefähr, oder? So eine Relation. Ja, es wechselt immer ein bisschen, muss man sagen, die letzten Jahrzehnte. Gott sei Dank ist es so, es ist vielleicht sehr eintönig. Und natürlich für uns Österreicher wäre natürlich lieber, wenn wir Österreicher fahren sind, das ist ja klar. Sind derzeit ein bisschen gar viele Norweger da immer vorne mit dabei. Ja, aber es war gestern schon sehr gut durchmischt, finde ich. Also Felli hat eine super Leistung geboten nach seinem Einfädler. Und natürlich als Österreicher in Schladming, da willst du abliefern, das ist ganz klar. So, und der dritte Schweizer, Gino Stucki. Vierter mit Lenz Hechler, den wir zuvor gesehen haben in dieser alpinen Kombination. Aber man muss schon sagen, das Niveau ist schon richtig gut. Also die Jungs fahren phasenweise richtig gute Schwimmen. Schau mal, der ist 8 Zehntel hinten, ist da jetzt richtig lässig Ski gefahren. Und wir reden da jetzt von Nummer 35. Ja. 37 schon. 37 schon, ja. Und fährt richtig lässig Ski. Jawohl. Noch vor jetzt noch mit der Position. Jawohl. Ins 83 nur sein Rückstand. Und damit ein 12. Platz für ihn. So hat er sich auf ein knappes Zehntel an Ralf Seidler herangearbeitet. Das war jetzt ein Stachelauf. Ja, wichtig auch für Felix Marksteiner, der mit 40 kommt, also in Kürze. Es geht noch was. Ja, es geht auf jeden Fall noch was. Aber er muss halt die gewissen paar Dinge einhalten. Also mit der Linie, mit den Spuren mitfahren, sauber drüber stehen, den Druck zum Tor suchen. Nachher ist das sehr viel möglich noch. William Petenko. Jawohl. Da haltet sich ja, der Rückstand an Grenzen genau. Noch. So unter 2 Sekunden, das wäre schon sehr in Ordnung. Ja, der hat da gute Phasen. Jetzt da hat er zweimal zu viel nach innen. Ja, ein bisschen mehr, 2,5 Sekunden. Ja, ist aber trotzdem gut im Feld und hat für den zweiten Lauf alle Möglichkeiten. So, und damit Daumen drücken jetzt für Felix Marksteiner. 17. im Riesentorlauf. Jawohl, super, oh, dabei. Eine Sekunde oben nur. Stark. Und hier unter einer Sekunde. Und jetzt wird es drin bleiben. Na. Schade, schade. Das war jetzt richtig gut. Und das, was wir angesprochen haben, du musst einfach dranbleiben. Von oben bis unten, überhaupt nach dem langen Zug, musst du dich umstellen. Und das ist jetzt total schade, weil das war eine richtig gute Zeit. Ja, das ist schade drum. Schau mal, das war die 17. beste Zwischenzeit an der Stelle. Und damit ist unser vierter und letzter Österreicher hier draußen. 2 ausgeschieden. Leider Kilian Bramstaller auf dem Weg zu einer, ich sag's mal, zumindest Top-3-Zeit. Der war super unterwegs. Und jetzt hat es auch Felix Marksteiner erwischt. Wir haben Jakob Gräber an der 4. Stelle und Ralf Seidler an der nach wie vor 10. Position.
Ja, haben wir noch zwei, die müssen sie jetzt richten und liegen in guten Positionen, um Gas zu geben. Aber ich glaube, heute ist eine Medaille drinnen. Oder, Tom? Ja, war interessant. Das hat gestern schon der Christian Gräber, und das ist, weiß Gott, nicht bekannt für große Sprüche gemeint. Als wenn es ganz super läuft, wäre vielleicht was drinnen. Ich habe ihm gesagt, das kann der eigene tun. Er sagt, ja, also wenn er zweimal wirklich so abliefert, dass er drin hat und die anderen auch ein bisschen mitspielen, dann kann er schon da im Bereich der Medaillen liegen. Und das ist wirklich eingetroffen. Also, ja. Da hat er schon recht gehabt. Der ist schon voll dabei, kann in der Entscheidung alles passieren, kann heißen am Schluss ausgefallen, aber er fährt immer noch mit der Medaille nach Hause. Die hat er nämlich schon. Und das ist vielleicht auch der Trumpf. Das ganz ist vielleicht genau der kleine Joker, den er hat. Das macht vielleicht ein bisschen frei und die Trainer wissen, dass die Jungs gut Skifahren. Die arbeiten hart mit denen und arbeiten gut. Und die sind auch gut drauf. Und es ist halt bei so einer Weltmeisterschaft immer ein bisschen Anspannung da, was passiert. Aber eben weil man natürlich schon nach den Speedbewerben gewusst hat, ja eigentlich schaut es nicht mehr gut aus, hat man jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Und das könnte auch ein kleiner Trumpf jetzt einmal sein, dass der Druck vielleicht der etwas weniger hohen Erwartungshaltung für den abschließenden Bewerb hier gewichen ist. Ja, das Wichtigste ist einfach nicht lang um und um spekulieren oder auf Sachen denken, einfach auf das Skifahren, auf das Wesentliche konzentrieren, und die haben das drauf. Und man braucht natürlich immer das Nötchen Glück, braucht man einfach dazu, das Quäntchen Glück braucht man, und das braucht jeder. Und wenn das auf deiner Seite ist, nachher, vielleicht lachen wir heute das über Medaille. Kann das fein funktionieren. Flavio Vitale, im Riesentorlauf und im Super-G gut dabei als 7. und 11. Ja, ist da gut unterwegs. Hat sich schon durchgesprochen, dieser Bereich, den fahren sie mittlerweile alle ganz gut. Schauen wir mal, der liegt jetzt da oben ungefähr beim Ausfall von Marc Steiner, 3 Zehntel hinter dem Österreicher, ja, zurück. Oh, das wäre es gewesen. Ja. Schaut dir das an. 10. Der verdrängte Zeitler noch auf Rang 11. Und das spricht für die Piste. Nummer 44. Ja, ja. Also das spricht für die Piste. Sensationell. Sehr guter Läufer. Hat das richtig gut umgesetzt, was er sich vorgenommen hat, und ja, man kann da bei dieser Piste noch richtig schnell Skifahren. Start Nummer 45, Laura Maggi. Na, einmal verschaut. Robert Holmes. Robert Holmes aus Großbritannien. Ich war da eine Seite weiter schon. Das war dann nämlich Startnummer 98, Laura Maggi. Die Startlisten hier ein bisschen gewohnt groß. Ja, natürlich stehen da mehr Namen wie im Weltcup, das ist klar. Weil bei der Weltcup ist Nummer 80 fertig. Das geht auf 2 Seiten, oder? Tut man sich natürlich leichter. Simon Selleck, das ist noch ein interessanter Mann, aber der lässt da oben auch schon 1,4 Sekunden liegen. Und apropos liegen, ja, da war er dann ganz fertig. Das ist genau mit diesem Carving-Ski, da muss ich in der Mitte bleiben und das Ganze ausgleichen. So, wir bleiben hier mal noch gute 10, 12 Minuten in St. Anton bei diesem mittlerweile doch schon sehr ausfallsreichen Slalom. Ja, und es wird jetzt natürlich in den Spuren schwieriger. Die Ski sind sehr stark tailliert hinten raus. Man sieht es jetzt bei ihm wieder. Und wenn man da die Spuren nicht genau trifft und ein bisschen Rücklage hat, dann geht einfach die Post ab, weil der Ski hinten nicht mehr auslässt. Und davor bricht er, glaube ich, ab, bevor du nochmal in die Mitte kommst. Ja, da ist noch gleich vorbei. Ja, wir sind jetzt eben gnadenlos 31 Läufer, 15 Ausfälle, also ein Drittel des Starterfeldes. Und wenn wir dann noch die mitrechnen, die hier überdimensional viel Zeit verloren haben, weil sie eigentlich mit einem schweren Fehler behaftet waren, dann ist es sogar noch drüber. Wenn wir über 35-38%. Ja, und jetzt kommen schon Läufer, die von dem Fiesrennen her gewohnt sind, mit schlechteren Pisten umzugehen. Und das kann ein Vorteil werden. Gell? Also, dass da der eine oder andere, man hat das jetzt eh davor gesehen, nochmal eine gute Zeit hinlegt. Weil die natürlich von dem Fiesrennen gewohnt sind, ein bisschen weiter hinten zu starten, die Spuren zu treffen, mit Schlägen umzugehen. Und das
sieht man bei ihm, er versucht es immer von hinten zu fahren. Hat natürlich auch einen Fehler gehabt, aber trotzdem versucht er, das Ganze ins Ziel zu fahren. Emil Nüberg, auch großen Skifahrer-Papa. Und hier ja, mit ein paar Schwierigkeiten. Derzeit, schaut, 3,88, genau der 30. Platz im Augenblick. Und Hemming Sola aus Kanada. Ja, da sieht man schon, wie die Ski unruhig werden, wenn man einmal ein bisschen zu gerade drauf hat, ein bisschen zu weit mit der Position innen ist. Da fangen die Ski auch schon schlagen an. Und das ist natürlich noch nicht mehr so schnell. Ja, jetzt hat er es geschafft. Ja, 3,47. Jetzt sind wir bei unter 3,5 Sekunden. Das ist jetzt ein bisschen das Match gegen die Uhr. Aus Albanien, Denis Schepa. Ja, aber spricht fürs Niveau. Also unter 3,5 Sekunden, also das ist wirklich eine enge Dichte. Und da sieht man schon, die Jungs können noch richtig gut Skifahren. Ja, macht das sehr gut, macht das sehr gut. Lass den Ski jetzt auch laufen ins Flache, auch zu früh. Ganz kurz, bevor hier die Vertikale, die schwere Vertikale noch kommt, bevor es quasi auf die Zielgerade geht. Ja, der Läufer muss genau wissen, dass er erst in dem Bereich, wenn er erst den letzten Hang hinter sich hat, den Ski laufen lassen kann. Und er hat das einfach zwei Tore zu früh gemacht. Ja, und dann geht es leider schlecht aus. So, interessant. Nächster Schweizer wird Startnummer 51. Wir haben ein bisschen die Debatten zu wenig Medaillen. Die Schweizer werden sagen, viel Gold, aber was ist im Riesentorlauf? Da waren wir doch immer schon top. Mit von Gröningen, mit Janka, jetzt mit Odermatt, das ist ja schon große Tradition. Eins Tiny Hemi, das war vor deiner Zeit. Ja, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Zurbriggen, also da hat die Schweiz wirklich viele große Riesentorläufer gehabt. Ja, das ist immer so generationsabhängig und in welche Disziplinen man. Hängt auch für die Mannschaften ab, gell? Weil ich weiß, das bei uns in Österreich, da hast du ja eine Zeit lang gar keine Chance gehabt, in die Riesentorlauf-Mannschaft zu kommen, weil einfach 15 Leute um 10 Plätze gefahren sind und davon sind 15 Leute um einen Platz gefahren, weil die anderen waren alle fix. Und da wird es natürlich auch schwierig, ohne Europacup-Fixplatz, und das ist die einzige Lösung. Wenn das Team so stark ist, kann ich mich nur über einen Europacup-Fixplatz in das Team fahren. Das war bei mir im Slalom so. Also der Fokus ist nur auf Europacup-Fixplatz gegangen. Das ist, wenn ich nie in die Slalom-Mannschaft gekommen. Da waren ja 10 richtige Kracher drinnen. Ja. Und durch den Europacup-Fixplatz hat man die Möglichkeit, das ganze Jahr fix im Slalom zu fahren oder im Riesentorlauf. Das ist natürlich, das war eine gute Errungenschaft, die man da mal eingeführt hat. Nach wie vor Hemming Sola aus Kanada mit 3,47 als Vorgabe. Ja, und der nächste Vorteil ist einfach für den Europacup-Fixplatz, du nimmst keinen einen Startplatz weg. Du hast trotzdem dein Starterkontingent für die genau. Nation. Das kommt eben zusätzlich immer dazu. Der Tolomei Sanetra. Ja, tut sich da schon jetzt ein bisschen schwerer. Ja, für den Polen wird es hier nicht reichen für eine Top-Platzierung, aber auch er ist im zweiten Durchgang mit dabei. Wir oben wie immer bei Weltmeisterschaften, nicht nur bei den Junioren, sondern auch bei der allgemeinen Klasse. Gibt es bei den Welttitelkämpfen natürlich auch für alle, die hinter 30 klassiert sind, die Chance im zweiten Durchgang zu fahren eben, aber halt nachdem die Entscheidung der Top 30 gefallen ist. Ein Japaner, Naoe Yusaka. Yusaki. Hat da seine Probleme. Aber es ist, wenn man zu dem Thema Fisspunkte zu kommen, gar nicht leicht, super Fisspunkte zu machen. Weil du musst ja richtig, wenn ein gutes Starterfeld hast, wo 23 Zuschlag beim Fissrennen rauskommt, das heißt, es werden die 23 dazugezählt, dann muss man erst einmal gewinnen. Ja, weil wenn die das richtig hohes Niveau. Fernosten machen mit 20 Japanern, 10 Koreanern und 7 Chinesen, das ist von den Punkten eher Belastung. Ja, ja. Fisspunkten. Ja, und deswegen darf man das auch nicht überbewerten.
Aber es ist schon schwierig, da richtig Fuß zu fassen und dann im Europacup dann mit Nummer 70, 80 wieder unter die 30 zu fahren. Das ist schon richtig schwierig. Oscar Park aus Kanada. Seit 62. 360, ui, da ist er jetzt genau 31. Ja, jeder kämpft jetzt unter die 30 zu kommen. Ist natürlich ein Vorteil, mit Nummer 1, 2, 3 da vorne wegzufahren. Ist eine große Chance. Ja, auch die Schweizer müssen da einen Silbermedaillengewinner von diesen Parallelrennen hier mit hoher Nummer ins Rennen schicken. Pietro Giovanni Mottarlini. Ja, das muss er jetzt runterbringen. Dann hat er eine gute Start und einen zweiten Durchgang, aber schon wieder schnell passiert. An einer Stelle, die jetzt da eigentlich so ein Bild relativ harmlos aussieht, die es aber eben nicht ist. Ja, man sieht schon die leichten Schläge, es hängt jetzt immer noch mehr weg und es ist extrem schwer zu fahren. Es schaut leicht aus für uns, weil jeder sagt, boah, es ist eigentlich super Piste, aber die wollen ja alle schnell fahren, die wollen alle unter die 30 rein und natürlich, wenn man das noch nicht einhält, dass man mit den Schlägen, mit den Spuren mitfährt, dann ist das gleich einmal vorbei. Und das sind ja alles Rennfahrer, die wollen nicht langsam ins Ziel fahren, sondern die wollen ja richtig da aufzeigen. Naja, mehr wie eine Sekunde darf er nicht mehr verlieren jetzt im Unterbereich. Aber es schaut jetzt von vorne nicht schlecht aus, aber er hat einfach nicht den letzten Zug zum Tor. Geht sich zwar alles leicht aus, aber... Begovic, nein, auch von der Zeit her über 4 Meter, 2 Sekunden. So, die Schweiz haben noch einen dabei, Startnummer 58. Sandro Zurbrück, immerhin 5. im Riesentorlauf gewesen, 18. in der Abfahrt, ausgeschieden im Super-G, also ein Dauerbrenner bei den Eidgenossen. Er ja, tut sich dort schon schwer. Und ein Zauberer da oben. Ja, hat ein bisschen unstabil mit dem Oberkörper gewesen, hat ein bisschen mitgedreht, hat das Ganze nicht über die Beine gelöst und dann wird es schwierig. Nummer 59. Wir sind bei Ander Mintegi aus Spanien. So oben kriegen sie alle so 18, gell, jetzt im Schnitt. Das wäre noch viel versprechen, aber kaum hat man es gesagt, ist schon wieder der nächste. Genau, und an solchen Stellen muss ich einfach mit der Position hoch sein, muss nach vorne gehen, dass ich den Steilung nachher richtig reinstarten kann. Und da einfach keine Chance. Ich glaube einfach, die Kleinen, muss man sich das so vorstellen, die kleinen Nationen da auch den Nachteil da mit Funksprüchen ist ein bisschen schwieriger. Ja, natürlich, die haben sicher weniger Trainer am Hang stehen. Und da haben wir jetzt wieder das Klassische gesehen, wenn man mit der Position hinten ist, der Ski hängt sich hinten in der Spur ein, dann geht's richtig ab. Balint Uri aus Ungarn. Nächster Abflug. Jure Joerissen aus den Niederlanden. Ja, der hat das super angelegt da oben. Sehr gut ausgeschaut. Und da sehen wir schon, auch in den Niederlanden kann man super Slalom fahren. Zehntel nicht einmal. Ja, schaut sehr gut aus. Jetzt muss er halt dranbleiben. Jetzt wird es schwierig. Der Jorissen ist noch drinnen. Jetzt wird es schwierig hier. Natürlich, jetzt darf er nicht mehr wie eine Sekunde verlieren. Und jetzt in diesem Bereich haben die Jungs natürlich richtig Gas gegeben, die was da ganz vorne dabei waren. Ja, und er schafft es. Oh, genau, Punktlandung. Stark. Schau, das ist zeitgleich. Jorissen, das ist wunderbar, würde ich sagen. Das ist dann schon der letzte Läufer, den wir Ihnen zeigen hier, den Kanadier Kyle Blandford. Aber Mann, ich glaube, da erwartet uns ein spannendes Finale, weil es wird vielleicht auch wieder ausfallsreich sein. Noch dazu werden die Burschen noch ein bisschen mehr riskieren, wenn es um die Medaillen geht. Ja, und wir sehen 3,47 und vorne ist wirklich eng.
Gell, und es ist alles möglich, auch für unsere zwei Österreicher ist alles möglich. Ja. Und wie du sagst, im Zweiten werden natürlich die, was unter die 10 sind, alles auf eine Karte setzen. Die wollen eine Medaille, ja. Und da kann sehr viel passieren. Du weißt schon, was wir in der Pause machen, was ich will? Dort ein Stück parat nehme ich an, oder? Ja, ich darf ja auch eins essen, obwohl hört du schaust jetzt auf meinen Bauch. Gell? Ja, ja. So, also besten Dank, Pause für uns hier heroben und Schlusswort unten bei der Daniela beim ersten Durchgang. Ja, ein schwieriger erster Durchgang war das mit vielen Ausfällen. Leider hat es auch Felix Marksteiner erwischt mit Start Nummer 40. Man hat gewusst, es wird ein sehr schwerer Lauf. Was hat es für Sie besonders schwierig gemacht? Nein, es war eh ganz gut zum Fahren. Ich habe oben halt schon einen kleinen Fehler gehabt und ich habe vorher schon voll angreifen müssen, dass sich da was ausgeht heute. Und dann hat es eigentlich eh ganz gut hingehauen, muss ich sagen. Ist mir gut gegangen und leider ist mir dann der Stecken auch zwischen die Haxen. Und schlussendlich gleich war das auch der Grund, warum ich raus bin. Aber trotz hoher Nummer, auf der Piste war noch einiges möglich. Ja, besser war ich sicher nicht, aber für die Nummer gleich war es definitiv okay. Der WM-Einsatz ist damit für Sie beendet. Was nehmen Sie auf jeden Fall mit hier aus St. Anton? Ja, die Erfahrung und ich hoffe, dass ich es wieder einmal so ins Fernsehen schaffe, weil das schon ganz cool war. Eine gute Erfahrung, vielen Dank und alles Gute Ihnen weiterhin. Eine gute Heimreise. Danke. Ja, er wird auf jeden Fall den Kollegen noch die Daumen drücken im zweiten Durchgang. Jakob Gräber und Ralf Seidler, die sind ja noch mit dabei. Und unser Experte und Kommentator Manni Pranger hat es mehrmals angesprochen. Heute schaut es gut aus mit einer Medaille. Wir sind gespannt. Wir sind hier zurück um 12.50 Uhr und werden Ihnen dann wieder umfangreich berichten. Inzwischen alles Gute und bis später. Auf Wiedersehen. Auch noch die Bronze nehmen. So cheer it up for the young Albanian. Finishing rank 42. Next, from Bulgaria. Eine Sekunde 25 liegt er bereits hinten. Er scheidet aus, das nächste Gegner Finish. Und der ärgert sich. Schauen wir noch einmal auf die Zeitlupe, da setzt er sich auch ein bisschen zu weit hinten rein von der Position. Ja, wie wir gesehen haben, leider sehr viele Athleten scheitern heute an diesem schwer gesetzten Kurs. Das heißt, wir haben sehr selektiv gesetzter Kurs. Das heißt, die Besten der Besten schaffen sie runter in einer Top-Zeit und ohne Fehler. Super. Oreskovic aus Slowenien am Kurs. Und auch er hat leider Probleme hier. Unfortunately, the young Slovenian did not finish. Wir sind jetzt bei Start Nummer 68. Das heißt, wir haben 25 Ausfälle schon. Philippe Ayras vom Argentina. Schwierigkeiten und scheidet hier nach der Hanag aus. Der nächste Hitman Finish. Vollmann von Argentina. Es geht weiter mit Polen, Bartosz, Skola. Auch er scheidet aus. Also, es ist so schwer hier in die Richtung zu kommen. Ich hätte die ersten Tore, da geht es in den Start hinein und so. Scheitert sich gerade der Situation. Und freut vor allem unsere jungen Athleten nochmal Vollgas an. Wie du die Kurssetzung angesprochen hast, Kurssetzung im ersten Lumpen war der Schweizer Trainer.
Den zweiten Durchgang gleich zu sehen. Ab 13 Uhr wird dann Magnus Brodin, der Trainer, für die Finnen setzen. Ja, wie bereits gesagt, da wird es nochmal richtig spannend. Und der junge Japaner hat hier leider auch einige Probleme gehabt bereits, aber trotzdem. Cheer up for the Kamada from Japan, the last visitors here. Die vierte vertikale Entour, letzte Handart, und er schafft es mit einer Zeit von 58, 44, 43. Bei der zweiten Zeit. Aber jetzt lässt das da gut sein, da werden die Probleme immer größer und auch er schafft es nicht in der Slowakei. Wie geht es dem Neuseeländer Alec Jackson mit Startnummer 77 hier? Die Neuseeländer hat hier einer der weitesten Anreisen gemeinsam mit Malaysia und Australien. Die haben da schon einige Stunden auf sich nehmen müssen, vielleicht sogar Tage, um hier nach St. Anton am Arlberg zu kommen. Und hier auch die zweite Zwischenzeit, 2 Sekunden 68 jetzt hinten. Konzentriert werden durch die Vierervertikale. Letzte Herrenheit und das Platz auf. Und da kann es eine schlechte Zeit. Mit 5 Sekunden Rückstand, Platz 39.
Mal. Padol, der davor war ein Neuseeländer und jetzt ein Australier auf der Strecke. Joey Stegall. Sekunden 30 hinten, jetzt nach der zweiten Zwischenzeit. Viele Probleme hier bei der Ausfahrt aus dem letzten Steilhang. Das ist ein Stehjahr von ihm gewesen. Aber jetzt einmal nochmal ein Vollgas für Joey from Australia, finishing on rank. Auch er darf am Nachmittag doch einmal den zweiten Kurven gewinnen. Sehr schön, dass wir auch Ukrainer am Start haben. Fahrer 54 durch den Stangenwald hin zur nächsten Zwischenzeit. 48. 3,8 Sekunden Rückstand. Ich hoffe, dass er auch den Steilhang noch gut absolvieren kann. Der Last Deep Turn. So cheer up for Taras one more time. Finishing now on rank 41, 6 seconds behind Corrida. Juhu! Es geht weiter mit Samuel Vigas. Ebenfalls aus der Slowakei jetzt. Und auch er hat leider Probleme, steigt aber hier noch einmal zurück, damit er den zweiten Durchgang eventuell noch betreiben darf. Momentan wären es 46, die wir sehen ab 13 Uhr. 46 von 82 und es ist leider unser nächstes Did Not Finish of the Day. Unfortunately, Samuel Vigas did not finish the race. Aus Argentinien, Joaquin Luzadri. Und da ist ein Hinterlege momentan auf Platz 35. Das schafft Lusadi hier momentan aber 1,5 Sekunden Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Erste Zwischenzeit war schon mal nicht so schlecht und auch er hat leider hier Fehler. Unfortunately. Joaquin Luzadi did not finish. Es geht weiter mit Start Nummer 84, Ivan Glashe from Bulgaria. First in the media time for Ivan Glashe. 16:34. Knapp eine Sekunde 80 hinter dem aktuell führenden immer noch Corrado Barbera aus Italien. Auch er große Schwierigkeiten und auch für ihn das Rennen beendet Ivan Glavchev aus Bulgarien. Der nächste aus der Ukraine, Maxim Narutin, with bib number 85. Next up from Ukraine. Wir sehen jetzt auch schon sehr starke Schläge, sehr starke Spuren in der Strecke, dass wir das natürlich nicht leicht bekommen. Doch ihm werden diese schwierigen Verhältnisse noch Maxim Narutin kann das Rennen leider nicht beenden. Hans-Markus Danilas from Estonia now on course. Meisterschaften uns am Tag der Aufgabe stehen eben voll im Sinne der Gemeinschaft. Die Gesellschaft haben am Montag vor einer Woche bei der Eröffnungszeremonie gesehen, mit dem Fackellauf, alles steht für die Einheit.
Da sehen wir auch, wie viele Nationen hier am Start sind, ganz viele verschiedene. Also St. Anton am Auerberg hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Internationalität, aber auch Gesellschaft vereinen. Auch im Tourismus kommen täglich, monatlich und jährlich irrsinnig viele Touristen nach St. Anton am Arlberg, weil einfach so ein Skierlebnis woanders selten geboten wird. Das genießen die Touristen hier, diese enorme Gastfreundschaft, die auch wir so schön miterleben durften. Wir sind da unglaublich dankbar, dass wir Teil dieses Teams werden durften. St. Anton am Arlberg hier hautnah erleben konnten und natürlich die jungen Athletinnen und Athleten bei der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft begleiten. Ja, St. Anton am Arlberg will noch nicht nur ihre Gäste da sehr warm empfangen, wollte auch diese Junioren-Ski-Weltmeisterschaft in großem Stile aufziehen, hat es auch wirklich super geschafft. Im vollen Rahmen, was Medien, was Verpflegung für die Athleten, was Piste, was Strecke, was rundherum betrifft. Sehr starke Leistung für alle Beteiligten. Da nochmal großes Danke an alle Helfer, Helferinnen, wieder auf der Strecke, aber auch neben der Strecke und im Arlberg, die es möglich gemacht haben, weil ohne die ganzen Leute wäre diese Juniorenweltmeisterschaft nicht so möglich gewesen, wie sie stattgefunden hat. Bestimmt, Kilian. Und auch dieser internationale Zusammenhalt, der hier vorhanden ist, das Skifahren, das uns alle hier verbindet, alle Athletinnen und Athleten, alle Fans hier unten, alle auf der Piste, das ist ein Wahnsinn, was das Skifahren in uns auslösen kann. Emotionen, Lachen, Freude, Tränen. Auch wir hier oben leiden teilweise mit den Athleten, aber genauso freuen wir uns irrsinnig, wenn da hier ein super Lauf gelingt. Und auch genau das wünschen wir jetzt den nächsten Athleten. Mit Start Nummer 88 bereits auf der Piste. Danescu Andrei Tudor aus Rumänien. Auch schon auf seinen letzten Metern. Und stoppt die Zeit bei 55,71. 6 Sekunden. Aber es geht weiter mit Nicolas Quintero. Aus Argentinien. Nerven behalten. Eine Sekunde 42 aktuell hinten. So far so good. 3 seconds, 41 behind current leader. Wir sehen hier den jungen Argentinier schon auf seinen letzten Metern hier im Zielhang. Das heißt jetzt noch einmal einen großen Applaus für Nicolas von Argentinien. Nicolas auf seinen letzten Metern, 5,79, stoppt die Zeit bei 54,23. Nice work here in St. Anton am Auerberg. And the next athlete is trip number 91. Wojciech Galuszka from Poland. Leider auch er schon ausgeschieden. Auch ihm ist diese schon schwierige Kurssetzung zum Kenntnis geworden. Es geht weiter mit Bulgarien Markus Nerziev. Auch er versucht hier gut runterzukommen in den Zielhang, damit er im zweiten Durchgang antreten kann. Läufern, nur 48 im Ziel, also ein bisschen mehr wie die Hälfte ist da durchgekommen. Das zeigt eben, wie schwierig die Verhältnisse heute sind. Ja, fast die Hälfte ist leider heute nicht ins Ziel gekommen. Aber eine Zielankunft wünschen wir natürlich auch Marko Semedev aus Bulgarien. Aktuell bei der zweiten Zwischenzeit bei 66 im Rückstand. Vor 2 Jahren haben wir die Junioren-Ski-Weltmeisterschaften ebenfalls in Bulgarien stattgefunden. Jetzt in St. Anton am Arlberg und nächstes Jahr in Frankreich. Markus Semmerle kommt ins Ziel in einer Zeit von 54,90. James Gatlin aus Trinidad, der gebürtige Kanadier. Und sieht auf dieser Seite.
second intermediate time, nearly 5 seconds behind current leader. Er hat leider Probleme hier auf diesem Kampf. Die Umstellung hier von Sonne zu den letzten Toren im Dunkeln ist natürlich auch nicht ganz einfach für die Athleten. James Gatcliffe steigt jetzt nochmal zurück. Auch er will natürlich im zweiten Wurf dann nochmal dabei sein. So cheered up for James. Erster Athlet des heutigen Tages aus Hongkong, Hao Zuen, Adrian Jung. Und auch er leider heute nicht im Ziel angekommen. Es geht weiter mit dem nächsten Athleten, mit Diano Richardson. Aus Haiti. Also wir sehen Haiti, Trinidad, Tobago, Argentinien, das ist überall aus der Welt sind die Athleten hier, das ist wirklich sehr schön zu sehen. Ein multinationales Umfeld hier mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Skifahren. Sehen wir, wie schön der Sport Skifahren verbindet. Schöne Geschichte, die hier St. Anton am Arlberg schreibt. Eben 56 Nationen aus aller Welt eingeladen hier zu den 42. Indian Skiweltmeisterschaften. Skifahren in St. Anton am Arlberg hat ja auch schon sehr lange Tradition. Auch durch Hans Schneider beispielsweise. Der 1907 nach St. Anton am Arlberg die Technik des Skifahrens gebracht hat. Er hat am Montag bei der Eröffnungszeremonie gesehen. St. Anton am Arlberg betitelt sich ja selbst nicht als Erfinder des Skisports, aber war immer Vorreiter, wenn es um neue Techniken des Skisports gegangen ist. Und St. Anton am Arlberg hat ja auch einige Skilegenden auf dem Buckel, wenn ich das so sagen darf, beispielsweise Karl Schranz. Nachdem auch hier die Strecke und das Stadion benannt ist. Karl Schranz hat auch ebenfalls die Junioren-Skiweltmeisterschaften hier in seinem Heimatort, in seinem Heimstadion besucht, war beeindruckt von der Leistung der Athleten und Athletinnen. Number 96. Athanasios Tsitsellis from Greece unfortunately did not finish. Jetzt der Athlet aus Luxemburg, Joachim Kegian. Nummer 97. Und er hat 123 Athleten im ersten Wurf noch am Start. Aber auch er hier schon Probleme, hoffentlich. Wir hoffen, da ist nichts passiert. Greift sich da in die Hüfte, es hat jetzt nicht sehr glimpflich ausgesehen. Steigt da auf die Stange, das schmerzt natürlich. Kommt zwar zum Stehen, aber das schmerzt natürlich extrem in der Hüfte. Hoffen wir, dass da jetzt nichts Gröberes passiert ist. Es geht weiter mit Estland Lau Magi. Fifth number 98 from Estonia Lau Magi. Jetzt fragen wir noch mal kurz runter ins Publikum. Wo sind unsere Schülerinnen und Schüler? Winkt mal nach oben! Wir können euch nicht hören! Ah, da sehen Sie die Fahnen. Grüß euch! Mittelschule Reit im Albachtal und Mittelschule Trixeck. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr freut euch schon auf den zweiten Durchgang, auf die spannende letzte Medaillenentscheidung hier in St. Anton am Arlberg. Und wahrscheinlich für euch ist es auch super sein, hier vor Ort sein zu können, anstatt im Klassenraum zu sitzen, eventuell Mathematik oder Deutsch zu lernen. Stattdessen wird sie hier Laura Maggi bewundern. Kommt jetzt ins Ziel, der Rückstand von 11,57. Mit Dänemark. Markus Christian Ries, auch nicht der erste Einsatz bei dieser Junioren-Skiweltmeisterschaft. War er ja auch schon in der Abfahrt am Start mit einem 39. Platz. Und auch er tut sich hier schwer, steigt aber dann nochmal zurück, um da den zweiten Durchgang noch bestreiten zu können, hoffentlich. Den Markus haben wir ja auch nach der Abfahrt, also kurz mit dem Weltmeister, also die Formel 1 fahren. Also sportbegeistert durch und durch. Zwar Red Bull-Fan, nicht ganz meine Sache, ich bin ja eher für Ferrari, aber Markus Christian Ries jetzt mit einer Zeit von 1,76 Minuten. Mit
from Ireland. Ja, der grüne Rennanzug aus Irland mit Startnummer 100, der erste Ire des heutigen Tages, Aidan Olson. Auch er tut sich hier schwer auf der Piste. Große Schwierigkeiten hier für Aidan Olson. Aber wirklich Respekt bei jedem, der sich hier hinunterschmeißt. Die Karlsruhe unglaublich eisige Bedingungen. Sehr schwere Kurssetzung, steile Piste. Aber jetzt geht sich das nicht mehr aus für den jungen Ian. Jetzt starten wir mal. Dusan Vojnovic. Die Gegner von Österreich im Teambewerb in der Flexen Arena in Zürs vom Montag. Aber auch für ihn leider das Rennen schon nach wenigen Toren beendet. Geht weiter mit Rumänien. Dina Soke. Kilian, du hast es bereits vorhin schon angesprochen. Die Piste ist irrsinnig eisig. Von unten sieht man das vielleicht gar nicht. Aber du warst ja selbst mal auf der Piste unterwegs. Erzähl doch mal kurz. Ja, genau, ich bin beim Riesentorlauf der Damen am Samstag selber als Kameramann die Strecke gefahren und da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, ich bin selber lange schon gefahren. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einer normalen Strecke. Wenn Sie hier in St. Anton am Arlberg Skifahren können, finden Sie natürlich auch super Verhältnisse vor. Diese Strecke auch in super Verhältnissen, aber eine ganz andere Geschichte. Super eisig, super schwer. Und wie vorher schon angesprochen, der Hahn hängt immer weit ein bisschen nach rechts weg und wenn es dann noch eisig auch dazu ist, unglaublich schwierig für die jungen Athleten hier im Lauf zu bleiben. Und auch der nächste Athlet aus der Ukraine hat sich da leider schwer getan, aber es geht weiter bis Brasilien. Christopher Rubens Holm aus Brasilien jetzt der erste Starter. Sehr weite Anreise her. Aber wann kriegt man schon die Chance, hier in St. Anton am Arlberg bei einer Junioren-Weltmeisterschaft teilzunehmen? Ein einzigartiges Erlebnis für alle Athletinnen und Athleten, wo sie hier richtige Weltmeisterschaftsluft schnuppern durften. Es gab auch eine dreiteilige Sendung, eine Sportsendung. Genau, das JBSC-Studio eben am Donnerstag, am Samstag und gestern am Dienstag. Da haben wir coole Beiträge, coole Behind-the-Scenes-Interviews mit spannenden Gästen wie Matthias Lanzinger, Martin Epster gesehen. Also da lohnt es sich wirklich, um einen Blick hineinzuwerfen in die JBSC-Studios. Jetzt auf der Website yournextstep.at. Schaut gerne mal rein, da sind die drei Studios aufgezeichnet. Nächste Läufer mit Startnummer 105, Nikolai Lindfors aus Luxemburg. Aber auch für ihn leider das Rennen schon vorbei. Sadly, Nikolai Lindfors from Luxemburg did not finish the race. Und der nächste Ukrainer schmeißt sich hier aus dem Starthaus hinaus. Oleksandr Patashan aus der Ukraine.
Jetzt bei Start Nummer 119 aus Kirgisistan ist er Nadim Mukhatarov leichte Probleme gewesen, eine Unsicherheit im Startrichter, aber wir machen weiter. Und Start Nummer 120 aus China, Shuyang Zhao. Wir haben eine kurze Pause eingelegt. Es wurden unten ein paar Dreharbeiten getätigt. Deswegen haben wir von der Kommentatorenkabine im Stehen zugeschaut. Jetzt die letzten neun Läufer des ersten Durchgangs hier auf der Karlsrandstrecke. Leider eingefädelt mit Startnummer 120, der Chinese. Aber er schiebt sich nochmal zurück. Sieht so aus, als würde er es nochmal probieren. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das hundertprozentig korrekt ist, aber auch er will natürlich diese Tore hier noch mitnehmen. Und jetzt ist es zu Ende, es setzt sich nicht mehr ein. Shuyang Zhao aus China, unfortunately, did not finish the race. Und jetzt darf er nochmal starten mit der Startnummer 119 aus Kirgisistan. Nadim Mukhtarov. Und auch er möchte hier gut die Strecke runterkommen. Er möchte natürlich im zweiten Durchgang starten. Sieht gar nicht so verkehrt aus. 3,32 oben und hinten. Kurz hineingelegt, aber noch im Lauf geblieben. Fällt jetzt leider in die Vertikale hin, verliert da einen Stock. Nadim Mukhtarov, unfortunately, did not finish the race. Jetzt in der Vertikale hin, schlägt ihm den Stock weg. Hoffen natürlich, dass da auch nichts passiert ist. Aus China. Insgesamt starten heute 129 Athleten. Das heißt, wir haben dann noch 8 weitere Athleten, die heute starten werden. China ja auch ein bisschen weiter weg von uns. Bei uns jetzt 11.25 Uhr bei ihm zu Hause. Wäre es jetzt aktuell 18.25 Uhr auch für die jungen Athleten natürlich eine Umstellung. Auch vom Jetlag, von der Zeit her und vom Wetter natürlich nicht selbstverständlich. Ganz andere Verhältnisse hier in St. Gallen wieder. Und auch für ihn gibt es aber eine Zielankunft. Simbo Chao für China. Stoppt die Zeit bei 1:02:04 und auf Rang 54 und damit ist auch er nach der Zeit vorbei. Es geht weiter mit Luca Poverei aus Litauen. Schon angesprochen hat, die Sonne kommt immer weiter zu uns ins Karl-Schrahn-Stadion. Bin mir sicher, dass der zweite Durchgang dann voll von Sonne bedeckt ist. Also es steht einer spannenden Medaillenentscheidung um 13 Uhr im Karl-Schrahn-Stadion nichts übriger. Wie bereits gesagt, es wird nochmal richtig spannend hier. Wahnsinnig knapp sind die Top-Platzierungen auseinander. Jakob Greger, der Österreicher, natürlich auch in lauer Position auf Platz 1. Und sich hier auch zum Abschluss der Junioren werden nochmal an die Frage schalten. Durchgang nochmal das ganze Spektakel hier genießen bei Sonnenschein. Wir wollen noch nicht zu viel versprechen. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber es schaut sehr gut aus, dass der Nachmittag hier auch voller Sonnenschein sein wird, voller Vitamin D. Dass wir jetzt nicht alle Tage haben und deswegen freuen wir uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und unsere Österreicher hoffentlich zur dritten Medaille bei dieser Junioren WM nach vorne anfeuern können. Und jetzt
jetzt auch auf seinen letzten Metern. Shichun Matthew Lee aus Hongkong. Stoppt die Zeit bei 1:10:56. Etienne Al-Nasha aus Libanon. Auch er ist bereits in mehreren Bewerben schon mitgefahren, hier bei der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg. Seine Trainerin aus Libanon war ja bei uns im Studio als Live-Gast zugeschaltet am Samstag. Sie hat gesagt, zu den jungen Athleten in dieser Saison ist es eine einmalige Sache für die Juniorenwelt in St. Anton am Arlberg. Hier wird den Athleten wirklich alles geboten, geht ihnen nichts ab. Auch Etienne ist am Nachmittag dabei bei der Entscheidung. Platz 58, stoppt die Zeit bei 1:07:56. Jetzt hat sein Landsmann schon angestellt. Ray ebenfalls aus dem Libanon. Second in the media time for Ray Iskander. A little bit more than 11 seconds behind Corrado Rivera. Und auch er gibt alles, um hier noch im Zeitendurchgang durchstarten zu können. Und wie wir schon angesprochen haben, ich glaube, die Leistung jeder vielen, der sich hier hinunterschmeißt auf diese so schweren Karlsrandstrecke, gilt ja auch im Weltcup als eine der schwierigsten Strecken für die Damen im Super-G. Haben wir ja vorletztes Wochenende gesehen, beim Doppel-Weltcup-Wochenende. Schau, und er freut sich. Ray Iskander ist im Ziel. Congrats, Ray, and we will see you after your podcast. Abgelassen, aus dem Stück ist dann Nikita Gorkowski. Der jüngere Teilnehmer hier mit 2006. Gut ab, mit 16 Jahren sich da hinunterzuschmeißen. Starten dürfen Athleten zwischen den Jahrgängen 2006 und 2002. Es gibt auch dieses Jahr die 18-Kategorie bei den Siegerehrungen. Da werden Athletinnen aus den Jahren 2005 und 2006 geehrt. Auch hier JungmoderatorInnen, auch die Siegerehrungen 2006 und 2002. Und wie schon angesprochen, St. Anton am Arlberg, your next step, our next step. Von den Jungen, für den Jungen. Eine tolle Plattform für junge Athleten, für uns junge Moderatoren, für junge Musikbands im Konzert. Platz 58 für Usbekistan Nikita Gorkovitsky. Und der vorletzte Starter jetzt hier, Timur Shakirov aus Kirgisistan. Den Start Nummer 128, die Bedingungen natürlich schon sehr schwer, sehr viele Spuren in der Strecke. Aber dafür ist die Piste immer noch in einem Top-Zustand. Trotzdem verlangt es den Athletinnen, verdorrt den Athleten sehr viel Konzentration und Durchhaltevermögen ab, hier sicher runterzukommen und nicht irgendwo einzufädeln. Er hat jetzt seine. Irgendwas hat er da verloren. Und der letzte Starter des ersten Durchgangs hier jetzt, ebenfalls aus Usbekistan, Emil Kamidulin. Der letzte Starter des ersten Durchgangs. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie herzlich einladen, dann um 13 Uhr bei der Entscheidung dabei zu sein, in knapp 1,5 Stunden hier im Karlsrandstadion. Doch er hat hier etwas Probleme. Emil Kamidulin, 13,80 hinten bei der zweiten Zwischenzeit. Aber er gibt nochmal Gas, damit er hier ins Ziel kommt, ins Karlsrandstadion. Also gibt es noch einmal einen letzten Applaus hier für Emil Kamidulin aus Usbekistan, dass er hier sicher noch die letzten Meter runterkommt. Der letzte Läufer des ersten Durchgangs, Emil Kamidulin im Ziel, 1:11:93.
Congratulations for you. Und damit rank 62 for Emil from Uzbekistan. It was the last runner of the first run. Damit bedanken wir uns, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich bedanke mich bei dir, liebe Lili, für den ersten Durchgang. Wir haben einen sehr spannenden ersten Durchgang erlebt. Unsere Österreicher mit Ralf Seidler auf Platz 11 und Jakob Greber auf Platz 4. Wirklich knapp hinter den Medaillenrängen. Also das alles offen dann am Nachmittag. Das Podest beschließen im ersten Durchgang auf Platz 3. Nico Palamaras aus Deutschland. Auf Platz 2 aus Frankreich. Alban Alassi Canafarina. Und auf Platz 1 Corrado Barbera aus Italien. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang, auf die neue Kurssetzung. Es kann sich noch alles drehen. Und wir sind gespannt, wer heute mit einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille heimgehen wird. Also nutzt die Pause, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Holt euch was zu essen, zu trinken und kommt dann gut gestärkt um 13 Uhr zum zweiten Durchgang des Slaloms der Herren hier im Karl-Schrann-Stadion zu sehen. Bis bald. The first run has finished. We are saying goodbye. After this first run, we will see you again in the second run. It will be very exciting and interesting how the tables can turn in the second run. We are excited. I hope you too. And we will soon at 1 p.m. Ina Ringswanner hat sich auch leider hier im Riesenslalom die Schulter ausgekegelt und auch die Bürgel Victoria hat gute Leistungen gebracht und ja, insofern ist mir um die Zukunft nicht bange. Wir müssen einfach schauen, dass wir mit diesen Läuferinnen und auch Läufern kontinuierlich weiterarbeiten. Aber wie? Wie will man wieder an die anderen Nationen herankommen? Naja, wir dürfen uns durch gewisse Niederlagen einfach nicht rausbringen lassen und im Rahmen der Möglichkeiten das Beste tun und da wird man sehen, was rauskommt. Dann alles Gute dafür. Vielen Dank, Jürgen Griechbaum, für diese Einschätzungen. Die Bühne, die hat den Jungen gehört in St. Anton in den letzten Tagen hier. Und das tut im kommenden Jahr auch eine neue Fernsehserie. Die stellt die Jungen, den Skinachwuchs, in den Fokus. Gedreht wird derzeit im Gasteinertal im Auftrag von ORF, dem Bayerischen und dem Schweizer Rundfunk. Und einer ist mittendrin, Ex-Soko-Kidstar Jakob Seeböck. Und ich habe die Ehre, den Leiter dieser Skiakademie zu spielen und mich mit genau solchen jungen Talenten, die sich da heute runterhauen, abzuplagen oder zu mühen, dass das gescheite Skifahrer werden. Und das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte mit vielen jungen Schauspielern, tollen Action-Szenen, super Sache. Also bitte unbedingt merken, School of Champions. Man schaut sich hier vieles ab für die Serie, für die Dreharbeiten. Natürlich, weil natürlich, das hat natürlich einen Drama-Teil und es ist auch ein bisschen lustig, aber es geht natürlich auch hauptsächlich, dass wir gescheite Skiszenen zusammenbringen. Ja? Und da fahren wirklich die jungen Skiprofis für uns die Stunt-Sequenzen und das schaut unheimlich gut aus. Das ist wirklich, was da heutzutage möglich ist. Man hat es eh gestern auch schon gesehen, so mit Drohnen oder so, man kann da wirklich sehr, sehr tolle Bilder zaubern. Und das wäre ja eine Niederlage gewesen, wenn man in Österreich eine Skiserie macht. Und dann können die nicht Skifahren, das geht nicht. Nein, das sind richtige Profis, die hauen sie wirklich runter. Ja, ja, da gibt es heute auch einiges zu sehen hier beim zweiten Slalom-Durchgang im Karl-Schrann-Stadion. 2024 jedenfalls wird die Serie dann zu bestem Sendetermin ausgestrahlt. Ja, die Ausgangslage, die ist gut, das haben wir schon mehrmals angesprochen. Jakob Greber also auf Platz 4 jetzt vor dem zweiten Durchgang. Jetzt steht der Herrenslalom voll im Fokus. Der letzte Durchgang dieser Junioren-Ski-WM. Genießen Sie ihn mit Ihrem Kommentator Thomas König und Experte Manni Pranger. Viel Spaß. Letzte Entscheidung, einmal noch hier diesen Weltcup-Hang herunter
auf der Kandahar-Strecke. Und dann sind diese Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton, die hier wirklich großartig verlaufen sind, schon zu Ende. Das war wirklich eine 1A-Hochglanzveranstaltung für den Nachwuchs. Da wird die Latte mächtig hochgelegt für die Nächsten dann, die das machen wollen, von Hubschrauber einsetzen. Am ersten Trainingstag schon bis hier Pisten top herkriegen mit Schneefall und alles hat funktioniert. Auch die großen Starterfelder hat man wunderbar abgearbeitet. Also meine, da gibt es, glaube ich, überhaupt nichts zu kritisieren. Das war wirklich vom Feinsten. Nein, und man merkt ja einfach die Aufmachung. Also das liegt sehr nahe am Weltcup-Zirkus und das ist super für die Jungen. Da können sie sich super vorbereiten für die nächsten Aufgaben weiter oben. Sie werden bei Großereignissen ganz anders drangehen, weil sie das natürlich jetzt da schon gelernt haben. Ja, genau. Und wir haben versucht, ein bisschen was dazu beizutragen. Also haben die Läuferinnen und Läufer abgefangen nach der Besichtigung, wie beim Weltcup, sie um Interviews, um Statements gebeten. Hinterher auch gleich kommen, egal ob es mal besser oder schlechter läuft. Das ist auch eine wichtige Schule. Ganz genau, das müssen sie lernen, Rede und Antwort zu stehen. Und wir haben auch was erfahren, liegt Schattenwechsel beim Seidler Ralf. Ja. Da haben wir erfahren, dass er im Sommer eine Laserbehandlung gehabt hat bei den Augen und dass ihm das ein bisschen gehindert hat beim Lichtschattenwechsel. Da hat er also einen Fehler gehabt. Ist sehr interessant alles. So, diese Thematik, die gibt es jetzt im zweiten Durchgang nicht mehr. Da ist eher die Frage, was nehme ich denn für eine Farbe beim der Skibrille. Ja, da werden alle durchwegs mit dem Spiegelglasl fahren. Es blendet extrem stark am Hang. Die Sonne hat da den Schnee ein bisschen angegriffen. Wird jetzt aber der Piste nicht zusetzen. Aber man sieht jetzt da in den Bildern, die Jungs kühlen die Skischuhe. Warum? Dass das Plastik kalt bleibt, hart bleibt. Und in der Sonne wird es natürlich weicher. Und im Slalom braucht man natürlich einen kurzen, schnellen Druck. Und da muss das Material spritzig bleiben, hart bleiben. Wir haben tatsächlich hier noch eine Medaillenchance, allen voran durch Jakob Gräber. Der Mellauer liegt an der vierten Stelle, hat 76 Hundertstel Rückstand auf den führenden Italiener Corrado Barbera und auf Stockerl, auf den deutschen Nico Palamaras sind es genau 28 Hundertstel. In Summe nur 5 Läufer im ersten Durchgang unter einer Sekunde geblieben. Viele, viele Ausfälle hat es gegeben, werden wir das wieder sehen? Der Kurssetzer hat sich einiges abgeschaut vom ersten Kurssetzer. Also er unterbricht auch alle 5 Schwünge den Kurs, den Rhythmus mit so schnellen Wechsel, das heißt so Art Haarnadeln, aber ohne Doppeltor. Und sehr interessant, er wechselt einmal den Kurs eher nach links, dass man zum Beispiel den ersten Steilung eher auslässt, aber dafür ist der untere Steilung vorm Ziel steiler. Also sehr eine interessante Variante. Also den Läufern wird heute einiges abverlangt. Okay, da schauen wir genau hin. Aus Läufersicht wird es sozusagen unten dann eher weiter rechts gefahren. Die Kameraposition, wenn wir hinaufschauen, von da aus ist es dann natürlich links. Wir haben mit Ralf Seidler auf Rang 10 einen zweiten dabei. Der war zwischenzeitlich Helfer, aber da hat man noch 2 Läufer auch disqualifiziert. Ah, okay. Da ist man auch auf einen Fädler und andere Geschichten draufgekommen. Oscar Park aus Kanada eröffnet hier also die letzte Entscheidung im Slalom der Burschen. 3,6 Sekunden Rückstand im ersten Durchgang auf die Bestzeit. Ja, und da sieht man einfach, der Kurs dreht ein bisschen mehr, sogar noch wie der erste Durchgang. Aber ein bisschen weiter, oben ist er enger, aber dann wird er weiter. Und da haben wir jetzt einen langen Zug. Da sind wir jetzt in dem Bereich, was wir angesprochen haben, dass wir eher auf der und von unten aus gesehen auf der linken Seite fort und der Steilhang ist jetzt ein bisschen steiler wie im ersten Durchgang und jetzt kommen das Flachstück vor dem Ziel mit einer Haarnadel und jetzt da gilt es das Tempo mitzugeben, zu attackieren in einer Vierervertikale und dann sind wir eh schon im Ziel. 1:43:24, also ähnlich schnell, wenn wir davon ausgehen, dass er im ersten Durchgang noch eine Sekunde mehr verloren hat durch die Piste. Also in etwa gleich schnelle Zeiten zu erwarten hier in dieser Entscheidung. Der finnische Trainer Magnus Brodin hat diesen zweiten Durchgang hier gesetzt. Im ersten Durchgang waren es übrigens 60 Tore, 58 Richtungstore. Was haben wir im Weltcup? Ja, also in der Richtung. Also das ist ganz normal, je nachdem, wie lang der Hang ist. Und jetzt durch die Sonneneinstrahlung haben wir jetzt schon am Anfang ein bisschen mehr Grip. Das hat man jetzt da gleich gesehen. Also von der Kantenabstimmung her sicher ein bisschen weniger beim ersten Durchgang. Dass man ja nicht so scharf unterwegs ist. Und da sieht man, er attackiert jetzt schon sehr gut. Und
versteht es sehr gut, runde Schwünge zu ziehen, weit genug fortzufahren. Und man sieht schon, die Jungs, die haben sich da super vorbereitet auf den zweiten Lauf. Na, dann nützt jetzt hier auch einmal die gute Startnummer, will auch vor allem durchkommen, nachdem ihm dieses Kunststück in Riesentorlauf und Super-G nicht gelungen ist. Ja, aber er gefällt mir eigentlich sehr gut. Er könnte sich noch ein bisschen mehr noch fortbewegen, aber das Kniespiel war sehr schön anzuschauen jetzt. Hemming Sola, 2 Sekunden 400stel Vorsprung für ihn. Da kann er mal auf alle Fälle zufrieden sein. Ein geglückter Abschluss für den zweiten Kanadier hier. Ja, oben hat eine leichte Welle vom ersten Durchgang noch bei der Hornadler-Ausfahrt. Die hat er ein bisschen übersehen, weil er natürlich eine riskante Linie gewählt hat. Aber er hat sich da nicht rausbringen lassen und hat voll attackiert. Also das hat mir sehr gut gefallen. Mit der höchsten Nummer in der Entscheidung der besten 30 dabei. Hinterher kommen ja auch noch die, die dann 31 und schlechter klassiert waren. Ist der Jure Jeurissen aus den Niederlanden. Startnummer 61. Ja, optimal mit dieser Nummer zu unter die 30 zu fahren, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für ihn. Und man sieht jetzt schon, dass wir uns im zweiten Lauf sind, dass die ersten Nummern ihre guten Pistenverhältnisse ausnutzen wollen und attackieren auch dementsprechend. Er bleibt da in dem Bereich ein bisschen zu lang drauf, hat den Schwung immer ein bisschen unterm Tor. Aber seine Anlage vom Schwung her gefällt mir schon richtig gut. Da die Kniewinkel sieht man gut. Ja, Wahnsinn. Also, dass sich das noch ausgeht mit diesen Schräglagen ist schon. Zwei Löschblatt Papier zwischen Schuh und Piste, so genau, ungefähr. Genau. Also, sie reizen das Material schon richtig gut aus. Jure Jeurissen wird auf alle Fälle wieder ein paar gute Fisspunkte hier machen. Für ihn eine Klassierung unter den Top 30. Er spielt voll mit den Schräglagen. Schaut richtig gut aus. Da ist es auch. Aber hat man sehr gut gesehen. Er hat leicht Luft gehabt am Schwungansatz, dann eher über den Innenschirm gesetzt und dann macht natürlich der Außenschi keine Richtung zum Tor. Und deswegen hat es ihm da nachher runtergedrückt und dann hat ihm das Tempo ins Ziel gefällt und deswegen auch der Rückstand. Wie erstaunlich, dass ihn da überhaupt noch gehalten hat. Also ja, das auf jeden Fall. Ja. Felix Lindenmeier, der erste Deutsche hier in der Entscheidung. Ja, da oben keinen schlechten Rhythmus gefunden. Also oben ist der Lauf besser zum Reinkommen wie der erste Durchgang und er ist da noch zeitlich sehr gut dabei. Kann er die Führung jetzt attackieren? Da ist er ganz knapp dran mit Hemming Sola. Ja, fast ein totes Rennen, gell. Noch wieder ein Hundertstel verloren. Und jetzt kommt er in den letzten Steilhang. Da gilt es jetzt wirklich aktiv zu bleiben, schön hinter das Tor zu fahren. Das macht er sehr gut. Und jetzt heißt es entschieden und auslassen, jetzt in die Hornadel. Und da kommt er jetzt in das Flachstück. Da muss man jetzt pushen, da muss man Gas geben. Und das hat er eigentlich sehr gut gelöst. Oh, 200stel geben sich hier wirklich einen Krimi. Und ich denke vor allem für die zwei Top-Deutschen, die hier in der Entscheidung dabei sind, wichtig, dass sie einen durchgebracht haben, dass sie da ein paar gute Funksprüche auf alle Fälle bekommen. Denn sie haben mit Marinus Senhofer auf Rang 7 und vor allem mit Nico Palamaras auf Rang 3 zwei echt aussichtsreiche Medaillenkandidaten hier noch am Schluss mit dabei. Ja, ist sicher kein Nachteil, wenn jetzt ein Funkspruch nach oben kommt. Und er als Läufer sich das Ganze ihnen schildern kann. Also die können sicher was damit anfangen. So, für Lenz Hechler ist der Spaß hier in St. Anton ohnehin schon gut gelaufen mit seiner Silbermedaille im Super-G. Ja, dann ausgeschieden im Riesentorlauf eigentlich auch als Medaillenkandidat in der Abfahrt einen schweren Fehler gehabt und dann nur 41. geworden. Aber Slalom fahren kann er auch. Ja, aber richtig. Also das hat mir jetzt oben sehr gut gefallen. Er versucht wirklich den Schwung sehr früh über die Knie einzuleiten. Da ist jetzt natürlich ein bisschen hinten nach, aber er versteht es trotzdem, den Ski laufen zu lassen. Und ja, haben sich da jetzt ein enges Rennen geliefert. Ja, volles Risiko und dann kann natürlich sowas passieren. Ja, jetzt geht es sich nicht mehr aus. Nur ein Ausfall für Lenz Hechler, aber er hat seine Medaille, darf sich Vize-Junioren-Weltmeister nennen. Er ist sich da leicht. Die Skispitzen haben sich da berührt, also ist ein bisschen verhängt am Schwungansatz und ja,
es geht alles so schnell im Slalom und dann ist das gleich einmal vorbei. Also sie haben es jetzt nicht so schier unten, gell? Also die Sonne scheint, es ist warm. Mir gefällt es ganz gut, dass da gleich immer drei dort sind. Das kann man sich im Weltcup theoretisch auch noch ein bisschen abschauen, ja, oder? Was, wieso nicht? Also das muss nicht immer nur der Einser sein. Ganz genau. Robert Holmes aus Großbritannien. Ja, aber wir sehen dort schon einen richtig guten Skisport, Slalomsport. Die Jungs fahren richtig eine lässige Technik und matchen sich da wirklich auf engsten Zeitabstand. Ja, da unten hat es wieder ein paar Schwierigkeiten. Da werden nicht alle heil durchkommen. Ja, es fällt jetzt auf, dass genau in dem Bereich sich alle ein bisschen schwer tun. Und das ist genau der Bereich, den Übergang in den kleinen Steilhang. Und da dreht es sehr stark. Und auf den muss ich mich sehr gut vorbereiten. Ein bisschen mehr Richtung mitnehmen. Oh. Schau dir das an. So, praktisch das Ziel gesehen mit meinem Auge. Und ja, sie wollen die engste Linie fahren. Und jetzt natürlich setzt jeder alles auf eine Karte. Jeder will da einen Traumlauf hinlegen. Und dann passieren genau solche Fehler. Tja, auch sauer kann man nichts machen. Robert Holmes, der nächste Kilian Aplan-Alp. Genau 3 Sekunden hinter der Bestzeit von Corrado Barbera. Das ist der Schweizer hier, die Schweizer in diesem Bewerb eben nicht so stark. Der Beste liegt auf Rang 12, Gino Stucki. Das heißt, die Schweizer werden eher keine Goldmedaille mehr machen. Mal schauen, die Schweden liegen auch ein bisschen zurück. Das heißt, unter normalen Umständen ist die Nationenwertung schon an die Schweiz gegangen, weil die eben 3 Silbermedaillen mehr haben als die Schweden. Okay. Aber er legt es sehr gut an. Ja, wieder in dem Bereich, wie wir gerade davor angesprochen haben. Da brauche ich einfach mehr Richtung. Auf diesen kleinen Steilhang muss ich mich besser vorbereiten. Tja, und damit haben wir schon eben 3 Ausfälle, 4, die durchgekommen sind. Aber das war zu erwarten. Die Jungs fahren jetzt nicht auf Ergebnis. Die fahren genau so, dass sie jetzt einer die Bomben der Knopf aufgeht, dass er so lange wie möglich da unten in der Sonne sitzt und für Unruhe am Start sorgt. Erinnert schon ein bisschen an deinen größten Erfolg, an die WM, an den zweiten Durchgang in Val d'Isère 2009. Da gab es ja dann auch, glaube ich, bei den Top-Leuten richtiges Gemetzel und viel ist auf der Strecke geblieben. Nur Einsatz gehalten, oder? Ja, also es war eine richtige kritische Situation da oben für mich und da habe ich sehr viel von meinen Trainern profitiert, weil die haben Ruhe bewahrt. Die 2 Jungs am Start, Konditrainer und Physiotherapeut, haben wirklich Ruhe ausgestrahlt und haben immer noch gesagt, die machen Vorfälle. Weil ich immer gesagt, was ist da los? Und viele ausgeschieden. Ja, extrem sechs viele. Von den ersten 8 oder sowas, ja, waren weg. Und wirklich Spitzenleute, wo einfach weißt, die können richtig gut Skifahren und sie haben immer gesagt, die machen nur Vorfälle, die machst du nicht. Und ich habe es ihnen geglaubt, in meiner Leichtgläubigkeit. Und Gott sei Dank davon profitiert. Die werden schon kleine Krisensitzung gemacht. Was sagen wir? Der kommt jetzt gleich fragen, was ist da los? Was sagen wir? Ja, und ich bisschen, war ja. Ein bisschen schwindeln in dem Moment, wahrscheinlich kein Fehler, oder? Ganz genau, weil ich war ja eigentlich. Es wurde ja jeder gewusst, der Prangermann ist kein leichter Typ und der ist leicht aus der Ruhe zu bringen. Und sie haben das aber super geschafft. Also das ganze Team bin ich heute noch dankbar. Und es hängt da ein Riesenposter daheim bei mir zu Hause von dem ganzen Trainerteam mit mir, mit der Medaille. Und das sind immer schöne Erinnerungen. Philipp Lundqvist zuvor ausgeschieden. Wir haben also eine 50-prozentige Ausfallsquote. Jetzt Jay Poulter aus den USA. Jetzt mal die halbe, einen halben Polster da schon angebaut oben. Ja, und, jetzt kommt er an die Stelle. Das hat er eigentlich gut gemeistert. Ist da schon vorgewarnt worden und hat es super umgesetzt. Und der Mittelteil war richtig klasse gefahren jetzt für ihn. Versucht wirklich eine kompakte Oberkörperposition zu fahren, das Ganze über die Beine zu fahren, über die Knie. Und das gelingt ihm sehr gut. Aber jetzt muss er Gas geben. Jetzt muss er ihn auslassen. Jawohl, sehr schön. Gepackt und das geht sich aus. Bestzeit, Jay Poulter aus den USA übernimmt hier die Führung. Ja, engste Linie, schafft es wirklich einen kurzen Druck anzubringen. Boah. Nicht schon wieder ein Einzel. Nein, das ist sich noch schön ausgegangen, haarscharf. Aber das hat er schon, er hat wirklich alles auf den Karten gesetzt.
erste Kroate. Super Schwung sind das. Also feine Techniker, Bewegungstalente, also macht richtig Spaß zuzuschauen. So, da haben wir einen wirklich guten Lauf gesehen, auch wenn nach wie vor die Bestzeit hier Hemming Sola, der Kanade, der von Position 28 gestartet ist, hält jetzt Zutko Ljutic, der ältere Bruder von Strinka, die heute übrigens dann auch im zweiten Riesentorlauf in der Entscheidung der Top 30 mit dabei ist, die ja auch hier im Einsatz war. Ja, und im Gegensatz zum ersten Wochen sehen wir jetzt, dass die Läufer, es hat sich keiner richtig abgesetzt von den Zeiten her, weil jetzt natürlich jeder alles gibt und will da nach vorne. Und man sieht, sie liefern sich da wirklich ein enges Rennen. Oh. Ja, da unten sind die Schwierigkeiten. Da unten ist man noch lang nicht durch, wenn man eine gute Zwischenzeit hat. Genau. Und da heißt es einfach wirklich fokussiert bleiben. Die Bewegung muss immer vorm Tor passieren. Und er geht da natürlich mit dem Oberkörper ein bisschen nach innen und dann geht der Außenski weg und der Innenski ist der Chef und zum falschen Zeitpunkt. Wenn man ein bisschen Luft gehabt hätte, sogar ein bisschen Zeit, oder? Dann davor so ein bisschen ein längeres Tor, ein Hauch länger. Ja, ist schon er ist einfach zu spitz auf den langen Zug gefahren und der Läufer orientiert sich immer ans Tor und er sieht, dass es knapp wird und dann hilft er sich halt mit dem Oberkörper mit und es kann gut gehen, aber in dem Fall ist es leider nicht gut ausgegangen. So, Oliver Parasat könnte hier für eine zwischenzeitliche amerikanische Doppelführung sorgen. Ja, die Jungs fahren schon eine richtig feine Technik. Ein bisschen langsamer wie sein Kollege von oben. Und jetzt kommt der Bereich, der ist richtig schwer zum Fahren, über den Steilhang rein. Es dreht sehr stark, ich muss die Richtung haben, aber die Jungs haben jetzt die Informationen von den Trainern super umgesetzt. Schau, wie das eng ist hier. Polter gegen Parasat. Ja, es macht richtig Spaß, jetzt da zuzuschauen. Wirklich feine Technik. Da haben wir so einen schnellen Wechsel gesehen. Da muss er einfach schnell umlegen, kurzen Druck zu fahren. Und es geht sich knapp nicht aus und dann sind es 43 Hundertstel und dann fällt man schneller mal zurück. Platz 4 für Parasat. Ja, das kann man da jetzt schon finden. Also er hat da müssen extrem stark nachkorrigieren, hat es dann nicht geschafft, gleich wieder auf Zug zu kommen vor dem Tor. Und dann verlierst du zwei Tore, wo du nicht deine Bewegung machen kannst. Und bei der heutigen Dichte ist das gleich ein Rückstand. Bemerkenswerterweise spielen die Norweger, wenn ich es richtig gesehen habe, hier in diesem Slalom eigentlich keine Rolle. In den ersten 15 ist gar keiner dabei. Wir haben aber zwei jetzt noch. Sindre Mückebus zum einen und dann auch noch Oskar Andreas Sandvik. Ja, legst du oben super an, aktiv. Ersten Teilabschnitt und den jawohl, jetzt eine Führung ausgebaut. Und jetzt kommt der Bereich, da muss man ganz genau Skifahren. Er muss einen abdrückenden Schwung, also er kann den Zug nicht mitnehmen und hat eigentlich ein bisschen was eingebüßt. Und jetzt muss es einfach schaffen, in dem Bereich jetzt wieder sich abzusetzen. Da riskiert er volle Wäsche. Ja, und da sieht man jetzt wieder, es entstehen wieder leichte Rippen, so wie im ersten Durchgang. Und jetzt muss ich einfach noch genauer fahren, gell, wie die Läufer, was am Anfang gefahren sind. Das geht haben. Sich nicht ganz aus, aber immerhin eine Hundertstel vor Lindemeyer und eine Hundertstel aber hinter Sola auf Rang 3. Der Norweger Sindre Mückebus, der auch im Riesentorlauf unterwegs war. Was ist das Schwierige daher? Also das Tempo ist sehr hoch, es sind schnelle Wechsel, enger Torabstand und auf einmal wechselt der Lauf auf stark drehende Kurven und weiteren Torabstand. Und er war da jetzt, hat man gut gesehen, mit dem Gesäß tief, hat die Bewegung nicht mehr auflösen können, hat die Füße nicht mehr schnell genug in die nächste Kurve bringen können, die Knie. Und deswegen hat er da nachher müssen einmal nachkorrigieren und das ist halt noch nicht so schnell. Der letzte mit über 2,5 Sekunden Rückstand auf die Halbzeitführung ist William Petenko aus Kroatien, der einen Riesentorlauf schon im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Ein Techniker, der hier beim Slalom die Entscheidung geschafft hat.
Ja, hat oben eine Spur fast zu gerade angelegt. Das heißt, er hat immer nachgedrückt und hat auch dementsprechend oben schon Zeit verloren. Man muss einfach genau den Druckpunkt finden. Und das ist das Interessante am Slalom. Ja, verliert da auch im zweiten Abschnitt viel Zeit. Ja, das dauert der Schwung einfach länger wie bei den Läufern und jetzt eingefädelt. Aber das ist halt dieser schmale Grat. Wenn ich ein bisschen zurückhalte, weil ich eben auch durchkommen will mit einem guten Ergebnis, zack, dann gibt es gleich ein paar Zehntel rauf. Ja, ich glaube, dass er oben gespürt hat, einfach, dass er nicht so gut, dass er einfach zu gerade war, wollte es umstellen und hat dadurch nachher angefangen, mit dem Oberkörper ein bisschen mithelfen. Und dann ist es mit diesem Material heute, wenn ich meinen Oberkörper vorne drauf drücke und ich gebe den Druck auf die Schaufel, ist ein Einfädler eher möglich, wie wenn ich jetzt stabil stehen bleibe. Jay Poulter hält nach wie vor die Spitze, bevor der letzte der Norweger hier ins Rennen geht. Oskar Andreas Sandvik, der Bronzemedaillengewinner im Riesentorlauf. Ja, wenn wir uns erinnern, gegenüber den Läufer davor versucht er jetzt wieder die rundere Linie zu wählen und versucht den Schwung einfach super durchzuziehen und das zeigt auch die Zeit. Und jetzt kommt der Bereich. Ja, es hat er sehr gut gefahren. Und wenn wir bei ihm schauen, er versucht immer eine höhere Position zu fahren und ist dadurch sehr bewegungsbereit. Das ist jetzt aber wirklich ein super Lauf. Großer Vorsprung, halbe Sekunde rausgefahren, aber das muss er runterbringen. Ja, das war jetzt sehr gut. Boah, das ist auf der letzten Rille, also das war richtig gut gefahren. Schau, wie er Tempo machen will und das ist richtig. Das gibt auch eine tolle Bestzeit, 1:04 Vorsprunglauf Bestzeit hier in der Entscheidung für Oskar Andreas Sandvik, 18-jähriger Norweger, der auch noch zwei Jahre hintereinander bei Juniorenweltmeisterschaften mitfahren darf. Also eigentlich ist er jetzt gefahren typisch norwegerisch zur Zeit, gell? Muss man sagen, das hat richtig klasse ausgehabt, viel Risiko und ordentliche Zirkusqualitäten mit dabei. Aber mit einer richtig feinen Technik. Man hat es richtig gesehen, wie er versucht, seine Technik auszuspielen mit einer hohen Position, bewegungsbereit. Also sehr interessante Fahrt, war super anzuschauen. Der 16. nach dem ersten Durchgang, Lukas Kongsholm, 19 Jahre alt aus Schweden, hat auch schon eine Goldmedaille mit seinem Team geholt beim Parallelbewerb in Zürst drüben auf der originalen Weltcup-Strecke. Und was wir jetzt im zweiten eher weniger gesehen haben, waren die Ausrutscher, weil einfach mehr Grip durch die Sonne da ist. Ja, und mit denen können die Jungs super umgehen. Da kann ich natürlich auch mit den Schrägen ein bisschen mehr spielen. Jetzt ein bisschen hinten noch. Das sieht man sofort auf der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Lukas Kongsholm da, dass Sandvik da wirklich eine tolle Zeit vorgelegt hat. Ja, man halten wird. Wenn man wirklich eine Sekunde rausfährt, das muss erst einmal gelingen. Also das kann schon weit nach vorne reichen. Vor allem oben werden die Kandidaten nervös. Das ist eh logisch. Schaut aus. 2,4 hinten, Lukas Kongsholm. Die ersten 16 sind unten, also die Top 15 sind die nächsten. Und da haben wir zwei rot-weiß-rote Asse mit dabei. Ausfall, wir haben also schon einiges an Ausfällen hier gehabt. 19 durchgekommen, 6 ausgefallen, da hat sich was getan. In Führung nach wie vor hier Oskar Sandvik vor dem Amerikaner Jay Poulter und Hemming Solla. Und damit ein erstes Interview unten bei der Daniela. With the tracks that are coming. Ja, und der aktuell führende Oskar Sandvik ist jetzt bei uns Bronzemedaillengewinner. Der hat er bereits bei sich. You told me you're not totally satisfied with that run. Zufrieden. Why? Mit nur einer Medaille? It was good, but I need to. Der Lauf hier, der war jetzt schon ganz gut, aber ich hätte ein bisschen mehr vielleicht noch direkter fahren können. Aber ich habe es versucht, ist okay. You're happy, that's good. You're in the lead. Sie führen jetzt. Maybe there is a chance for your second medal here. What do you think? Geht sich das noch aus? Vielleicht für eine Medaille, so einen großen Vorsprung? Ja, die noch kommen, sind einige wirklich starke Läufer dabei. Ich glaube nicht, dass es bis zum Schluss hält. Yeah, we will see, but
I'm hoping for a good result. Aber ich hoffe einfach, dass es ein nice. Gutes Ergebnis wird, vielleicht anyway, Top 7. Anyway, what is the most impressive experience here from St. Anton? Was ist das besondere Erlebnis hier übrigens bei der Union WM? Ja, der die Medaille natürlich, die Bronzene im Riesentorlauf, das war großartig, das war für mich ein echtes Highlight. Ja, Super G war ich auch dabei, aber leider ausgeschieden. Das waren meine Höhepunkte. Und ob das letzte Jahr auch noch ein Höhepunkt war, also es war ein Höhepunkt, aber wie weit es für ganz vorne reicht, das ist jetzt die Frage. Denn jetzt kommen die Top 15. Wie viel hat der Rückstand gehabt auf dem ersten Hotel? Er hat 2,41 Rückstand gehabt, das ist doch recht viel, aber hat eine Sekunde Vorsprung. Oskar Sandvik, der führende Norweger im Ziel. Ein Spanier mit Startnummer 32 hat sie in die Top 15 geschafft. Thomas Barata. Riesentorlauf auch dabei gewesen als 30. Ja, hat eine feine Slalomklinge. Also bleibt ein bisschen länger auf der Kante wie der Norweger davor. Und ist auch, wenn man jetzt sieht, einfach ein bisschen tiefer mit oder sehr tief mit dem Gesäß und tut sich dadurch natürlich schwer, die Bewegungen schnell zu machen. Und deswegen ist viel natürlich schwerer, einen konstanten Schwung zu fahren. Und da bleibt allerdings genug Platz zwischen 1 und 2, zwischen Sandvik und Polter, dem Amerikaner. Ja, das war jetzt wieder gut. Ja, schafft er knapp nicht, aber Rang 3 für den Spanier vorläufig, auch über eine Sekunde Rückstand. Ja, da in dem Bereich sieht man, er ist einfach zu tief und dann muss er sich mit dem Oberkörper mithelfen und dann wird es natürlich gefährlich. Die Linie wird weiter und dann, bis er wieder in den Rhythmus kommt, braucht es einfach ein, zwei Tore. Kommen demnächst noch drei Schweden, die die Chance haben, sich vielleicht an der Schweiz in der Medaillenwertung vorbeizuschieben. Das geht allerdings nur, wenn man hier Gold holt, wenn die Schweden irgendwie das Kunststück zu Wege bringen, hier diesen Slalom zu gewinnen. Der Erste, der es versucht, Adam Balmer. Ja, man sieht, dass für die Trainer gut eingestimmt worden sind, alles zu riskieren. Und das macht er ganz gut. Sehr groß gewachsener Läufer. Aber ist einfach ein bisschen mit dem Druck nach dem Tor. Da sieht man es wieder, er muss nachkorrigieren. Fällt oft einmal den Oberkörper zu viel nach innen und dann passieren so kleine Fehler und kann nicht mehr so schnell sein. Hält sich eh ganz gut gegen den überragenden Oskar Sandvik. Da kommt normalerweise schon noch was dazu da unten raus. Ja, aber er fährt hin bis auf 6 Zehntel und Rang 2 für Adam Balmer. Das wird nicht einfach sein, die Laufbestzeit hier von Sandvik noch zu erwischen. Ja, er hat da einen super Lauf erwischt, aber man sieht schon mit dem Vorsprung dann mit 2 Sekunden. Das wird sicher eine enge Kiste für. Also ich glaube schon, dass die Herren jetzt da ab Platz 10. Dass da noch was kommt. Schließlich haben wir auch noch 2 Österreicher mit von der Partie. Ralf Seidler als 10. und natürlich Jakob Gräber an der 4. Stelle, unser Aussichtsreichster. Der nächste ist Fabian Ax Schwarz. Die Schweden brauchen eben diesen Sieg, um eine 4. goldene zu haben. Die Schweiz und Schweden haben bis jetzt genau 3-mal Gold, aber dazu 4 Silberne bei den Schweizern, da sind sie nicht mehr einholbar. Und Ax Schwarz hält sich gut. Ja, tut sich wesentlich leichter wie im ersten Durchgang, da hat oben gleich den Fehler gehabt. Aber er schafft teilweise nicht einfach die Ski am Boden zu halten und deswegen schaut es ein bisschen unruhig aus, aber er ist halt voll auf Attacke unterwegs und jetzt wird es natürlich eng, weil um den unteren Teil hat der Norweger einen super Lauf erwischt. Ja, da muss er noch ein bisschen herhalten, eigentlich nach dem Tor. Aber er versucht alles, um wirklich noch da vorne reinzukommen. Ja, da fehlt gar nicht viel. Am Schluss sind 37 Hundertstel für Fabian Ax Schwarz. Wie
Wie viel hat er jetzt verloren im zweiten Lauf? Ja, er hatte 58 Hundertstel Vorsprung, er hatte 40 Hundertstel Vorsprung, also ja, sind dann doch fast 18 Hundertstel, die hat er verloren, eingebüßt hat. Aber in Summe war es einfach ein starkes Stück von ihm, 18 Jahre jung. Das war der Junioren-Vize-Weltmeister aus dem vergangenen Jahr in Panorama im Slalom. Okay, ja, der Fabian, den kenne ich, der war. Einige Jahre hat er in Mutters gelebt, hat als Schüler bei uns trainiert da im Wipptal oft und im Stubaital und ist jetzt wieder zurück nach Schweden. So, der bestplatzierte Schweizer nach dem ersten Durchgang, Gino Stucki mit Startnummer 37, der einzige Bewerb, wo die Eidgenossen da auch von der Startliste her ein bisschen geschwächelt haben. Keine Läufer weit vorne im Einsatz hatten, die in der FIS-Rangliste für eine gute Startnummer gesetzt waren. Zwei Zehntel hat er oben verloren, geht noch. Ja, der Bereich ist jetzt ganz wichtig. Da kommt der schnelle Wechsel, da muss ich ganz schnell lösen. Ja, das. Er hat zu viel Pumpen angefangen, das heißt Hochdichtbewegung und dann wird es schwierig. Das war natürlich eines zu viel bei diesen erstklassigen Verhältnissen und einer großartigen Juniorenweltmeisterschaft hier in St. Anton, das OK-Team. Und Peter Mall hat hier wirklich fantastische Arbeit geleistet, muss man sagen. Also von den ersten Trainingstagen weg, die gar nicht einfach waren, mit Hubschrauberflügen, weil es Verletzungen gab, mit riesigen Starterfeldern, mit teilweise Schneefall, alles hat man hingekommen, hat reibungslos funktioniert. Ich habe gesagt, vom Hubschrauber bis zur Startliste, alles sozusagen, wie es sich gehört, wenn man was braucht. Alles ist nicht planbar, also Freiluftsport. Ja, und ist schnell was passiert. Sind es Profis, haben wir schon einige Rennen organisiert und große Rennen. Und das Schöne ist, dass sie sich für die JWM auch genau ins Zeug geschmissen haben. Und natürlich der Hang, das gibt einfach richtig viel her. Und kann man nur gratulieren und Danke sagen auch für den Sport. Da hat der ÖSV in dem Fall St. Anton wirklich neue Maßstäbe gesetzt für Junioren-Weltmeisterschaften. Und das wäre jetzt natürlich ein Glanzpunkt, wenn das vielleicht noch eine Medaille für Österreich geben könnte. Adam Hofstedt aus Schweden, jetzt danach der erste der beiden Österreicher. Ja, die Spannung steigt und man sieht, die Jungs schenken sich einfach jetzt überhaupt nichts mehr. Das sind richtig gute Skifahrer. Und da legt sogar noch was drauf. Wahnsinn. Hat das jetzt wirklich geschafft, rund zu fahren mit einer harmonischen Bewegung. Aber den schnellen Wechsel hat er jetzt verschlafen. Also da wäre besser gewesen, er hätte es schneller über die Beine gelöst. Was hat ihm das gekostet? Aber 4 Zehntel nimmt er noch mit für den schwierigen Teil da unten. Ja, und da ist der Norweger extrem gut Ski gefahren. Aber er schafft es auch sehr gut, die Höhe zu bekommen und trotzdem den Ski zu ziehen, laufen zu lassen. Und jetzt wird es sehr interessant. Jawohl. Ja, das kann ganz eng werden, dieses Duell. Und geht sich aus für Adam Hofstedt aus Schweden. Er setzt sich jetzt einmal an die Spitze. 3 Zehntel Vorsprung. Ganz starker Lauf. Ja, vor allem im Unterteil hat er es jetzt nochmal richtig gut geschafft, den Ski schön hinter das Tor zu fahren und Bewegung zum Tor zu machen und immer die Höhe zu bekommen, um wirklich auf der Taillierung durchzufahren. Und das ist natürlich noch schnell ins Flache raus. Ralf Seidler ist jetzt an der Reihe, junger Grazer, der für Schlabing fährt aus dem ÖSV B-Kader, hat heuer schon einen FIS-Slalom gewonnen. Riesentorlauf war mit von der Geschichte und jetzt kommt da unten richtig Stimmung auf. 10. Seidler, 4. Angreber, jetzt einmal ein Angriff. Hat er die Spur schon übersehen, schneller bewegen, die Nervosität ist jetzt weg und jetzt kann er Gas geben. Ja, da oben doch ein bisschen was verloren. Er hat es nicht ganz geschafft, den Schwung auf Zug zu fahren, da sieht man es wieder, er ist ein bisschen hinten nach. Wieder. 7 Zehntel im Augenblick, da fährt er vielleicht so um Platz 3 gegen Arc Schwarz. Ja, so. Es geht ihm nicht so richtig von der Hand. Er steht nicht ganz in der Mitte, er kommt mit der Beinarbeit nicht ganz nach. Er kann den Schwung einfach nicht schnell machen zum Tor und da verliert man halt einmal ein bisschen Zeit.
Ja, da geht es zurück auf Rang 5. Ralf Seidler wohl nicht ganz zufrieden mit dieser Fahrt. Wir müssen sagen, Kilian Bramstaller war super unterwegs im ersten Durchgang eigentlich. Zwei Drittel lang des ersten Durchgangs in Richtung Top 3. Sogar eine Bestzeit war da möglich. Und dann leider der Ausfall, ebenso wie Felix Marksteiner, der mit höherer Nummer dann auch nicht ins Ziel gekommen ist. Ja, und beim Ralf hat man jetzt gut gesehen, er wollte eine direktere Linie fahren, er hat über die Linie attackiert und wenn leichte Schläge sind, dann muss ich eher mit den Spuren mitfahren, mit den Schlägen. Und deswegen ist schon die Probleme gekommen, aber er hat alles versucht und ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Ralf findet seinen Weg und wird da weiterarbeiten. Und einen haben wir ja dann noch, Jakob Gräber, der als Vierter absolut in Schlagdistanz liegt hier zu den Medaillen und der schon eine Bronzene gemacht hat in dieser Kombinationsteamwertung mit Vincent Wieser. Ja, bei ihm sieht man jetzt sehr gut, er hat versucht, die Spuren zu treffen und da tust du ihn einfach leichter. Flavio Vitale aus Italien, aus Frankreich. Er hat jetzt da noch drei Fehler gehabt da bei jedem Schwung, also jetzt dann... Kommt dann von zu weit von außen, fährt immer ein bisschen vom Tor weg, kann die Bewegung nicht zum Tor machen und das ist natürlich dann auch nicht schnell. Ja, da wird auch noch was dazu kommen. Bei der Zeit, beim Rückstand. Ja, und es schaut oft fast so aus, dass sie teilweise jetzt da fast scharfe Kanten gefahren sind, weil sie einfach schwer von der Kanten wegkommen. Die Sonne macht schon sehr viel aus jetzt am zweiten Durchgang. 1,5 Sekunden Rückstand deutlich hinter dem Österreicher und nach wie vor vorne, bevor die letzten acht kommen, Adam Hofstedt aus Schweden. Also wenn der bis zum Schluss vorne bleibt, dann geht die Medaillenwertung dann doch noch an die Schweden, wenn sie ein viertes Gold holen. Sonst wird es die Schweiz. So, acht nach oben. Schnell ein weiteres Interview bei der Daniela. Ja, Ralf Seidler ist noch ganz außer Atem, direkt nach seinem Lauf zu uns gekommen. Unser Experte hat gemeint, die Wandel, die haben Ihnen etwas Probleme bereitet. Ist das so? Ja, ich bin wieder oben viel zu weit hinten reingestartet, viel zu viel auf den Fersen unterwegs gewesen. Und wenn dann einmal ein bisschen die Welle nicht gescheit erwischt, dann wird gleich so in die Luft gespickt. Und dann treibt es den ganzen Lauf runter und du hast einfach keine Chance mehr. Ein Kollege ist nach oben, Jakob Gräber, mit Aussichten auf eine Medaille. Was würden Sie ihm jetzt noch mitgeben und sagen über diesen Lauf? Ja, die Läufer wissen am besten eh selber, wie es geht. Und der hat gut besichtigt, der weiß, dass er voll zu andrucken hat. Und der macht das. Dann alles Gute Ihnen, Dankeschön. Danke. Das ist jetzt natürlich eine satte Portion Druck auch für Jakob Gräber, der Bub von Christian Gräber, der einst im Weltcup Bormio die Abfahrt gewonnen hat auf der Stelvio. Und die Mama Conny Meusburger, die ihm auch im Weltcup gefahren ist, eine Junioren-Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt. Die Kombi-Wertung hat sie sogar mal gewonnen. Also die hat diesbezüglich auch schon was vorgelegt für den Junior. Und da hat man natürlich genetisch ordentlich was mitbekommen. Ja, beide in der Abfahrt, also sind eher speedlastig. Aber die Nerven werden mitgekommen, die wissen, wie man mit Druck umgeht. Und der Jakob hat jetzt natürlich sehr viel Druck. Aber der größte Druck ist dem, was er sich macht. Er will erfolgreich sein, er will gut fahren, aber ich glaube, er kann mit denen umgehen. Und ja, die Spannung steigt, also es kribbelt bei mir auch schon ein bisschen, weil es ist jetzt eine sehr interessante Situation. Und Bregenzer Wälder sind so ähnlich wie Schnitzer, die bringt man nicht so schnell aus der Ruhe. Ja, Jakob macht das schon. Aber viel Druck. Wir waren hier in den technischen Bewerben, Männlein wie Weiblein, durchaus ein Stück weit weg. Jetzt am Schluss, da könnte es vielleicht doch noch mal klappen. Camden Palmquist aus den USA eröffnet die Entscheidung der Top 8. Ja, die Piste lässt noch alles zu, das ist super. Was sagt die erste Zwischenzeit? Man muss nur aufpassen, ob man darf es auch nicht zu rund anlegen, gell? Weil man kostet sehr viel Zeit gleich weg. Schnelle Wechsel da jetzt, der ist sehr schwer zu fahren mittlerweile durch die leichten Schläge. Ja, verliert dann schon viel Zeit bis hierher. Blöden Schlag erwischt er beim Lösen, der Ski stehen geblieben ist, der Außenski. Und jetzt kommt er aber wieder rein, aber für ganz vorne muss das drunten super gefahren werden. 1,08 Rückstand, da ist er 200 schneller als Ralf Seidler und setzt sich vorläufig hier auf Position 5.
Senhofer, der Deutsche, Packett, noch ein Amerikaner, Azolin aus Frankreich, dann Jakob Gräber, der Deutsche, Nico Palamares als Dritter, Albon Elisi Cannavarina aus Frankreich, Zweiter. Er hat schon zwei Medaillen und auch den Riesentorlauf gewonnen. Und dann noch Corrado Barbera aus Italien, der Führende zur Halbzeit. Jetzt reduziert sich der Rückstand auf den Führenden ein bisschen. Marino Senhofer 1,22 nur hinter Barbera gewesen. Also mit einem Traumlauf ist hier eine Medaille für jeden, der jetzt noch kommt, absolut drinnen. Ja, da sieht man genau, er will noch vor, er attackiert, aber er spielt zu viel mit den Innenlagen oben, hat den Zug nicht über den Außenschied zum Tor gemacht und dann ist es schwierig, die Geschwindigkeit mitzunehmen und da sieht man, nachher kommen auch die nächsten Probleme. Trotz attackieren muss man sauber Skifahren, das ist das Wichtigste. Ja, da unten, lieber Manni Pranger, da ist es brutal. Das ist einfach schwierig. Da muss jeder eigentlich, der da voll forciert, noch ein bisschen dagegen halten, um hier keinen Ausfall zu riskieren. Gutes Finish bei Marino Senhofer, aber es reicht halt eben auch nicht. Ja, trotz der vielen Fehler hat er sensationelle Zeit gefahren. Wenn er das schafft, wirklich die wenigen Passagen da oder die Passage da jetzt in den Steilhang rein, ein bisschen zu genauer zu fahren, ein bisschen mehr mit Richtung und über, dass er da das schafft, den Ski zum Tor zu bringen und zum Lösen, dann wäre da eigentlich einiges möglich. Hofstedt aus Schweden, vor Sandvik Norwegen und jetzt Senhofer aus Deutschland. Jakob Gräber hat dann zum Beispiel auf den Deutschen eine halbe Sekunde Vorsprung. Also ein bisschen Luft hat, ein kleiner Schnapper darf drin sein. Viel mehr dann aber auch nicht bei 1A-Verhältnissen hier. Das Finale dieser Junioren-Ski-WM. Das beste Dutzend ist noch oben. Cooper Packett, USA. Ja, aber ich glaube, dass der Jakob nicht eingestellt ist, jetzt auf zu verwalten, sondern er will jetzt einen richtig guten Lauf hinlegen. Das ergibt sich eh dann für selber und die Jungs denken ja nicht an das. Und da sieht man jetzt, wenn einer das richtig gut trifft, was da noch Zeit drinnen ist. Oh, da rutscht er weg und das war's dann schon wieder. Sind ein paar Tücken einfach drinnen in dieser Strecke, in dieser Kurssetzung auch. Wieder sehr, sehr stark drehen ist, das ist schon echt sehr, sehr fordernd für die jungen Läufer. Ja, und bei ihm hat man gut gesehen, ihm ist das oben so richtig gut von der Hand gegangen und hat sich da nicht gerenkt, dass ihm irgendwas passieren kann und hat es dann ein bisschen übertrieben und hat eigentlich den Übergang zu wenig genau gefahren. Top-Zwischenzeit oben, unten ein Fehler und dann ist der Rhythmus dahin und hier das endgültige Aus. Ja, auf diesen Hang muss man einfach vom Start bis ins Ziel voll da sein, im Kopf und einfach schon attackieren, aber trotzdem die drei, vier Stellen, die muss ich mit Köpfchen fahren. Der Schwede Oskar Andreas Sandvik hat jetzt schon 10 Plätze gut gemacht und ein bisschen schielt er schon Richtung Podest, denn es stehen jetzt nur noch 5 oben. Antoine Azolin aus Frankreich. Jetzt kommen eigentlich die 5 Läufer, die innerhalb von weniger als einer Sekunde liegen. Boah, da patzt da oben schon. Ja, und er hat 9 Zehntel Vorsprung, hat da oben gleich einmal hinten sicher auf den Ski gestiegen, weil die Position sehr weit hinten war. Jetzt schauen wir, was. Hat da einiges verspielt schon, aber jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden. Jetzt muss er cool bleiben, jetzt muss er seine Schwung abrufen. Jawohl. Da war er jetzt gut im Mittelteil, nur 500stel sind dazu gekommen. Ja, und das ist cool, dass er noch so einen Fehler wie oben trotzdem wieder in den Lauf findet, in den Rhythmus findet und jetzt muss er ihn laufen lassen. Jetzt muss er anfangen, den Ski auszulassen und richtig zum Tor die Bewegung zu machen. Also, jawohl. Gegen Hofstedt. Aber es geht sich um 900stel nicht aus. Hofstedt bleibt in Front, nur noch 4 oben und noch einmal, sollte er gewinnen, dann gibt es die Nationenwertung für die Schweden. Aber da hat vor allem einmal der Nächste komplett was dagegen. Das war alles noch korrekt, aber ein Riesenpatzer. Ja, und er hat eine Sekunde verspielt.
Jakob Gräber ist jetzt an der Reihe, hat 76 Hundertstel im ersten Durchgang eingebüßt auf den führenden Corrado Barbera. Er hat schon seine Bronzemedaille mit Vincent Wieser in diesem neuen Bewerb, in diesem sozusagen Paarbewerb, ein Speedlime Super-G, ein Slalomast dazu. Und da gab es Rang 3 und jetzt eine ganz, ganz große Nummer für den Mann vom Skiverein Mellau, dessen beide Eltern im Weltcup gefahren sind. Der Papa hier auch verantwortlich für die ÖSV-Materialgeschichte im Nachwuchsbereich. Auf geht's, Jakob. Daumen drücken für Jakob Gräber. Super reingefunden oben, super gemacht. Ganz easy, ohne Schwierigkeiten bis hierher. Jawohl. Sehr gut, nicht viel eingebüßt. Schauen, dass er noch vorkommt, nicht zu weit hinten absitzen. Ah, ist das schwierig und dann ist er weg. Ist das bitter, alles riskiert. Ein kleiner Schnapper, so schnell ist es natürlich im Slalom geschehen. Man hat immer mehr gesehen über das Flachstück raus, dass er sich immer weiter nach hinten fallen hat lassen. Schade, schade, Jakob Gräber, was ist da passiert? Er hebt den Druck aus mit der Position zu weit hinten. Und dann kann natürlich den Druck zum nächsten Tor nicht aufbauen. Zu tief, zu spitz aufs Tor. Und da fängt es an drehen. Das ist genau die Passage, wo wir davor gesagt haben, das ist die schwierigste Passage im Lauf. Schade. Damit geht Österreich auch im Slalom der Burschen leer aus. Ralf Seidler derzeit einzige in der Wertung. Es kommt auch keiner mehr. Liegt vorläufig an der 8. Stelle. Und jetzt müssen die Schweizer tatsächlich noch ein bisschen zittern da um ihre Nationen, um ihre Nationenwertung. Nico Palamaras könnte da helfen. Der Deutsche, 18 Jahre jung, der im Mai eingebürgert wurde, eigentlich Amerikaner davor mit griechischen Wurzeln. Ja, der ist super Ski. 1,26, was hat er noch? Boah, halbe Sekunde, schon weg. Liegt ungefähr da beim Jakob davor und hat aber auch da Probleme. Da sind natürlich jetzt Schläge, da muss ich noch genauer fahren, aber er versteht es trotzdem schön, in den Steilung reinzufahren und hat da wieder aufgeholt. So, das könnte jetzt schon gehen, auch wenn es nicht leicht wird, aber er darf hier keine der Türken fahren. Schon gesagt, schon passiert, auch er ist weg. Gibt's das? Fixe Medaille für Adam Hofstedt, denn oben nur noch zwei. Jetzt wird es aber wirklich interessant wegen Medaillen. Ja. Letzten Abdruck. Die Schweden, die gestern zugeschlagen haben mit Hanna Aronsson Elfmann im Slalom und natürlich auch in diesem Team-Parallelbewerb und dann Aronsson Elfmann auch nochmal im Riesentorlauf. Wenn jetzt im Slalom da auch noch Hofstedt hält, wäre brutal. Das wäre brutal. Aber er hat es leider nicht geschafft, da was weghängt, den Druck am Außenschitz anzubringen und dann schlagt sich noch die Ski blöd zusammen. Also, boah, es tut richtig weh. Hofstedt von Rang 10 aus jetzt einmal nach vorgefahren. Aber noch mehr Vorsprung jetzt für Elesi Kanafarin und dann noch einmal 4 Zehntel extra bei Corrado Barbera. So, wie jetzt wegattackiert hat, will der auf Sieg fahren, das sieht man. Versucht aber trotzdem, das ganz sauber aufzubauen, über gute Technik. Eine Sekunde hat er noch. Und jetzt kommt der Bereich, da muss er jetzt auf, da muss er jetzt schön von hinten reinkommen, hat er sehr gut gemacht. So, die Stelle über. Oh, zwei Tore später als Gräber ist auch er draußen, zwar jetzt nicht ausgeschieden, das ist noch im Rahmen, aber 3 Zehntel Rückstand da unten. Ja, jetzt wird er natürlich hasardieren anfangen und alles auf eine Karte setzen, das gelingt ihm noch, jawohl. Also wenn er das noch schafft. Das wäre ja sensationell. Jawohl, es ist jetzt gut. Der Riesentorlauf Junioren-Weltmeister hier attackiert noch einmal, aber bleibt ein paar Zehntel zurück. Der Fehler war einfach zu üppig und damit keine Medaille in diesem Bewerb für den großartigen Franzosen, der in der Abfahrt Silber geholt hat, im Riesentorlauf Gold gewonnen hat und hier eigentlich auch auf eine Medaille gesetzt war. Ja, und ihn ist zu verhängnis worden, genau der schnelle Wechsel, was wir angesprochen haben, ohne den Doppeltor, gleich eng wie eine Hornadel, 6 Meter. Da muss ich ein bisschen mehr mit Höhe reinkommen, um dann den Druck schnell aufbauen zu können auf die Ausfahrt. So, der Manni Pranger kennt die Situation von Corrado Barbera. Es ist Weltmeisterschaft.
Alle sind unten, man ist allein eigentlich, Kevin allein zu Hause oben im Starthaus. Der Mani allein zu Hause hat das gut hinbekommen, da warst du noch ein Wilder im Starthaus. Du warst dort war, noch in der Top-Phase des... Das war genau der Schutz vor dem Ganzen. Wild gestikulieren, da durfte er nicht angesprochen werden. Und jetzt also letzte Chance, Corrado Barbera, 1,74. Ah, der muss das jetzt haben von... Das muss er ganz klug angehen jetzt. 1,74 ist ein riesen Vorsprung und das macht er da jetzt einmal sehr gut. 1,46 noch immerhin Vorsprung. Das ist viel. Jetzt könnte er dosieren, wenn er es weiß. Aber wo? Jawohl. Das hat er sehr klug von. Ja, genau so. Jawohl. 1,5 Sekunden hat er noch. Jetzt gibt es noch ein, zwei Drücken. Er muss aufpassen. Auf geht's. Auf mit der Position. Er rutscht fast wieder aus. Also es wird schwierig und schwierig, aber gleich hat er es geschafft und die Zeit, die müsste eigentlich noch müsste reichen. 1,39,50 geht sich für ihn aus mit 3/10 Vorsprung. Corrado Barbera kürt sich hier zum Doppelweltmeister. Der Italiener hat mit Marco Abruzzese den Kombi-Teambewerb gewonnen und jetzt auch den abschließenden Slalom. Ja, jetzt sein Trainer oben am Hang getroffen, den Alex Ploner, kam vom Weltcup, riesentoller Fahrer und er war sehr nervös. Also mehr nervös wie zu seiner Zeit, hat er gesagt. Weil zwei Läufe hat er schon verloren gehabt und ja, jetzt werden sie belohnt mit der Medaille, mit der Goldmedaille. Also, und es war ein hartes Stück Arbeit für den Burschen. Und es war ja wirklich wie bei dir, dass ganz viele gestrault sind im Vorfeld und nur du damals auch als Halbzeitführender hast gehalten. Das hat er schön nachgemacht. Corrado Barbera holt das zweite Gold für Italien, für sich selber auch und damit unter Anführungszeichen nur Silber für Adam Hofstedt. Und Barbera hat damit den Schweizern auch noch die Nationenwertung gerettet. Die okay. Mit dreimal Gold, viermal Silber, die Besten hier waren. Schweden jetzt mit dreimal Gold, zweimal Silber, also kleiner Unterschied. Und Italien an der dritten Stelle. Die Österreicher bleiben auf Rang 9, muss man sagen, mit zwei Bronzemedaillen. Ah, okay. 9 Länder haben Medaillen hier gemacht. Wir haben schon gewusst, es geht ein bisschen mehr im Speed. Aber in Summe hat man zumindest hier im Slalom gesehen, unsere Burschen sind durchaus von der Qualität her entstanden in der Mitte. Ja, auf jeden Fall. Also die können gut Skifahren, die Trainer arbeiten mit ihnen gut. Die haben einen super Trainer im Europacup mit Oming Andreas, mit Weltcup-Erfahrung. Die sind auf Schiene. Natürlich ist die Drucksituation jetzt da enorm gewesen auf die zwei Kandidaten. Heim-Junioren-WM, also das ist schon was Besonderes. Aber ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Die machen da weiter und werden sicher nochmal für ihre harte Arbeit belohnt. Ralf Seidler hat seinen 10. Rang hier gehalten und leider nicht im Ziel. Jakob Gräber und damit hinunter zur Daniela. Ja, der steht jetzt bei mir und hat sich noch den Sieglauf angesehen, bekommt jetzt noch einen neuen, den richtigen Ski. Jakob, war das einer Ihrer schwersten Läufe, den Sie bisher gefahren sind? Ja, schwierig, täte nicht unbedingt zeigen, aber oder schon schwierig, aber nicht der schwierigste, wo ich jemals gefahren bin. Aber da hat man eh gesehen, einen kleinen Fehler, bist einfach draußen und es ist nicht mehr leicht zum Fahren mit der Spur da und ja, schade, aber ihr seht, ich gehe alle hin und wenn es aufgeht, geht es auf und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt ist halt heute nicht einmal aufgegangen und was ich machen? Abhaken, weiter geht's. Aber eine Medaille haben Sie schon, die Bronzene, die nehmen Sie mit nach Hause. Welchen Stellenwert hat die? Ja, sicher auch ein großer. Also ganz mit leeren Händen kann man den nicht heim, aber das passt schon. Diese Junioren-WM ist eine Heim-WM. Sie haben nicht weit noch Vorarlberg. Sie haben gesagt, das nächste Ziel abpacken, es geht weiter. Was ist das nächste Ziel für Sie? Ja, ich denke, dass wir dann Mitte Februar die Europacup sind, die Europacup-Slalom sind. Und da wäre schon das Ziel, einmal in die 30 fahren, auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, was denn wird. Und, ja. Ja, Next Step, das ist das Motto dieser Veranstaltung. Haben Sie für sich das Gefühl, wirklich wieder einen Schritt vorwärts machen zu können? Ja, sicher. Also wenn ich jetzt noch mal runterfahren müsste, wüsste ich auch, was ich besser mache. Bis dahin, bis ich raus bin und sehr wieder was dazugelernt. Gehört eine kleine Feier heute auch dazu? Weiß ich nicht, ob man heute feiert mit so einer Performance, aber ja, jetzt fahren wir mal heim und dann schauen wir es an. Dann alles Gute und Dankeschön. Danke.
Ja, und wir warten hier noch auf den Sieger, auf den Italiener Barbera Corrado, der es hier richtig spannend gemacht hat, ist gerade auf dem Weg zu uns natürlich noch etwas außer Atem, nimmt natürlich auch noch Gratulationen entgegen. Congratulazioni! Thank you. You're breathing. What a run. You made it really exciting. So, sie nehmen aus Atem, aus einem fantastischen Lauf, aber es war sehr, sehr spannend. War es so schwer, wie erwartet? One of the most difficult runs. Ja, eines der schwierigsten Läufe, die ich hier je gefahren bin. Und ich bin restlos glücklich. Kann es kaum glauben. Ein Sieg meines Herzens. Alles gegeben. Fühlt sich unglaublich gut an. You have one golden medal, you have two golden medals. Wir haben sogar zwei Goldmedaillen schon. If I do what I can in slalom, ja, ich habe hier beweisen können, dass wenn ich das bringe, was ich auch zu leisten imstande bin, dann bin ich vorne dabei. I can do whatever I want. Yeah. Many colleagues are here. Do you have time for a big party? Viele Kollegen sind hier. Ja, viele kleine Leute. Geht's in eine kleine Party aus? Boah, weiß ich jetzt noch gar nicht. Really, I still can't believe it that I did this medal. It's incredible. Man kann es noch gar nicht glauben. Und, it was really hard. Es war sehr, sehr hart. Es war unglaublich schwierig. I don't know what to say, but I'm really, really happy. I think this will last forever. Yeah, yeah. Enjoy it. Thank you. Thank you so much. Thanks to you. Bye. All the best. Ja, wir haben hier einen strahlenden Sieger, dem noch die Worte fehlen. Und das war ja der Abschluss dieser Junioren-Ski-Weltmeisterschaften hier in St. Anton zu Ende gegangen. Jetzt mit dem Slalom der Herren. Wir verabschieden uns nach 7 Renntagen im Namen des gesamten Teams. Danke für Ihr Interesse. Der nächste Live-Sport-Termin hier ist die Paraski-WM in Spanien. Alles Gute Ihnen allen und viel Spaß weiterhin. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Ich bin Svinka. Ich wünsche alle eine gute Reise am Junior-Weltmeisterschaft am St. Anton. Toi, toi, toi. Hi, I'm James Crawford with the Alpine Canadian Ski Team. World Juniors is just around the corner. Großartige Gastfreundschaft hier in St. Anton am Arlberg. Da haben wir uns ja auch selbst davon überzeugt. Halt, halt, halt! Man fühlt sich hier einfach wohl und ich hoffe, dass es auch den Athletinnen und Athleten so gegangen ist während ihres Aufenthalts. Und dass sie hier wirklich zu Bestleistungen auflaufen konnten. Mittlerweile auf der Strecke aus Rumänien, Andrei Tudor Stanescu. Scheidet hier leider aus. Keine Zielankunft. No finish today. For the man from Rumänien. Der nächste, der bleibt mit gleich bei Japan. Yusaku Naoe. Hier am Stockhall bei der U18-Wertung im Riesentorlauf, die gibt es ja auch, diese gesonderte Wertung neben dem offiziellen Ergebnis, wurden hier auch immer bei der offiziellen Sicherung am Abend geehrt. Und da eben auch am Sonntag der Japaner dabei. Japan on course now. Kämpft sich jetzt durch den Steilern durch, noch einmal ein kleiner Fehler. Schön vorne bleiben, bitte mit der Position, dann schafft er hier auch die letzten Meter. Letzte Vierervertikale, ah, das schafft er nicht mehr, schade, schade. Zeit hat natürlich trotzdem ausgelöst, aber das war jetzt nicht so lange. Joey Stagel aus Australien, deshalb jetzt schon der erste und einzige Sieger am Kurs apostelisch. Selektiv im Slalom haben wirklich die Kandahar-Strecke, wo man wirklich die Disziplin optimal fahren kann, von der Abfahrt angefangen bis hin zum Slalom. Schwieriges Gelände. Sie bringen hier die Fahrer hervor, toll zu sehen. So eine kleine Aktion mit der baltischen Start und auch der Este schafft es ins Ziel.
Platz 32, Place 32 at the moment for the man from Estonia. Next athlete on course from Albania, Kevin Germany. Albanien eben mit Aaron Kofiuri auch schon mittlerweile bestückt, eben Gold aus dem Super-G und Bronze im Riesendorlauf. Aaron Kofiuri, die ja heute schon am Vorplatz unterwegs ist bei den Weltcup-Riesenslaloms. Hat den Slalom gestern nicht mehr bestritten, das macht aber heute ihr Teamkollege, der schlägt sich wacker. Alle Tore korrekt passiert, die Zeit wäre 1,57,37. Und auf den Spuren von Hubertus von Mundo, Alessandro Cantelefink aus Mexiko. Allein in diesem Slalom waren heute 47 Nationen vertreten. Was für eine Vielfalt hier in St. Catharina-Malberg. Oh, der Mexikaner hatte Probleme im letzten Teil, er kämpft sich noch einmal hinein. Big applause for the man from Mexico, der hier die Zielankunft schafft. Mit einem Rückstand von 23 Sekunden. Platz 35, Mexiko! Vor ihm. Aber auch er kann hier mit einem... Halt eine! Das wünschen wir natürlich auch dem nächsten Athleten aus Rumänien, Alexandru Teodor Drilea. Da entstehen jetzt schon ein paar saftige Spuren. Vor allem im Steilern, aber auch er passiert hier alle Tore korrekt, schafft die Zielankunft. Place 35 for the man from Romania. Und 20 Sekunden ist sein Rückstand, aber auch er lässt sich in die Kamera. Konkret, die Tür also. Erfurt on course, Luca Oberlein aus Litauen. Skihallen, wo schon offizielle Wettbewerbe ausgetragen wurden, also hier die Möglichkeit für die heimischen Athleten in der Halle zu trainieren. Natürlich auf wesentlich flacherem Gelände, aber auch hier auf diesem steilen Gelände schafft er die Zielankunft. Platz 36. 32. Seine Endzeit. Next athlete from China, Zhao Xinbo. Geschafft hat. Kämpft sich hier durch den Steiler mit der letzte Haarnadel. Last Hairpin vor ihm. Und jetzt noch einmal durch die Vierer-Vertikale schlängeln. Das gelingt ihm auch. Wir begrüßen ihn mit einem herzlichen Applaus, den Mann aus China. Platz 38. 25 Sekunden Rückstand. Auch Trinidad und Tobago ist hier in St. Catharina vertreten. Und zwar durch James Gatcliff. Also das ist ein Kanadier, der aber für Trinidad vor. Ich muss sagen, mit allerhöchsten Respekt für alle. Das ist hier wirklich alles andere als einfach. Diesen Lauf hier zu passieren, er kämpft sich durch. Natürlich sind da schon große Probleme dabei, aber trotzdem gelingt ihm hier die Zielankunft. Mit einer Zeit von 2:00:22. Platz 36. Für den Mann, der für den James. Okay.
Christian Ries von Denmark. Auch er schon im Steilhang unterwegs. Jetzt setzt er sich hinten rein und scheidet leider Gottes aus. Go! Vor allem im ersten Durchgang wird die schwierige Kurssetzung bedingt. Viele Athleten, die das Ziel nicht gesehen haben. Und jetzt aus Usbekistan, Nikita Gonkowski. Teamkollegen, der das Rennen heute beschließen wird. Also zwei Usbeken hier in der Entscheidung mit dabei. Können wir dann sehen, wer das Team-interne Duell für sich entscheiden kann. Nikita kommt jetzt schon durch die Vierer-Vertikale hindurch auf die Ziellinie mit einer Zeit von 2:07:65. Zwei Libanesen hintereinander, Etienne Al-Nayar und dann Ray Iskandar. Beide Jahrgang 2002, sind also nächstes Jahr nicht mehr startberechtigt für eine Junioren-Ski-Weltmeisterschaft. Sie wird nächstes Jahr in Frankreich stattfinden, in Hochsavoyen. Der Unterschied zur herkömmlichen Weltmeisterschaft. Im alpinen Bereich. Junioren-Weltmeisterschaften finden jedes Jahr statt. Letztes Jahr eben im März im Panorama in Kanada und vorher. Eine großartige Vision in St. Anton am Adelberg. Eine mögliche Vorbote für eine Weltmeisterschaft 2033 am Adelberg. Dass Sie es drauf haben, das haben diese 10 Tage absolut unter Beweis gestellt. Großartige Rennen und auch der Mann aus dem Das größte Ziel und das hat er geschafft mit dem 41. Platz momentan. Und hoffentlich kann er jetzt im Glück seinen Teamkollegen bei sich im Ziel begrüßen. Ray Iskandar. Jetzt schon im letzten Steilhang unterwegs. Da waren Deep Turns for him. The last hairpin. Und jetzt wird es flacher. Dann kann man den Ski auch nochmal auslassen durch die Vierer-Vertikale. Und auch der zweite Libanese schafft ins Ziel. 2:18:63. Die können sich freuen und das machen sie auch. Also, big applause, 40 seconds, team. Everyone, good! Schön zu sehen. Der vorletzte in dieser Entscheidung aus Hongkong, Shun Matthew Lee Shin. Hongkong, ja, mit einem ganz kleinen Team angereist, klein aber fein. Hier bravourös den Steilhang und jetzt darf auch die letzte Vertikale kein Problem mehr sein. Jawohl, das sieht gut aus. 2:19:38. Alas, 43 genommen. Ja. Kann zu viel sein mit seiner Leistung. Jetzt der letzte Athlet bei diesen Junioren-Ski-Weltmeisterschaften aus Usbekistan, Emil Kamidulin. Zwischenzeit und wenn er jetzt in den Steilhang einbiegt, dann noch einmal einen Riesenapplaus für den letzten Athleten, den allerletzten Athleten bei diesen Junioren-Ski-Weltmeisterschaften. Meister, bitte hier auf die letzten Tore noch. Komm hier heile runter ins Ziel, das sieht gut aus. Letzte Vertikale, aufpassen!
Jetzt scheidet er leider so kurz vor dem Ziel noch aus, aber er steigt noch einmal zurück. Die Zielankunft will er hier unbedingt schaffen. Und noch einmal antauchen und jetzt die letzten drei Tore empfangen von einem Riesenapplaus. Emil Kamidulin beschließt hier die 42-Junioren-Ski-Weltmeisterschaft. Der letzte Athlet, der über die Karlsrandstrecke gegangen ist. Congrats to you. Da hat man jetzt das Kämpferherz gesehen, dass er noch einmal zurückgestiegen ist und hier unbedingt die Zielankunft schaffen wollte. Des Herrenslaloms bei der 42. Junioren-Ski-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg. Erster Platz und somit Goldmedaillengewinner Corrado Barbera aus Italien. Zweiter Platz Silbermedaillengewinner Adam Hofstedt aus Schweden. Und dritter Platz und Bronzemedaillengewinner Antoine Asselin aus Frankreich. Gold to Italy, Silver to Sweden and Bronze to France. Das reimt sich sogar noch. Mit einem Reim darf ich mich von euch verabschieden. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, die Junioren-Ski-Weltmeisterschaft als Kommentator hier zu begleiten. Ich sage Dankeschön und wie gesagt, die Siegerehrung findet hier in wenigen Augenblicken statt. The Medal Ceremony will be starting soon.